Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Recht herzlich willkommen hier bei Simrace TV. Und wie immer, wenn ich in letzter Zeit moderiert habe, ist Donnerstag, weil Donnerstag ist Race Day Speed Association. Und wir haben heute etwas, ja, ich denke mal, sowas von Einmaliges vor uns, dass ich mich tierisch drauf freue, dass ich das hier moderieren darf. Vor 2 Jahren haben wir hier angefangen mit ich glaube, 10 oder 12 Autos. Mittlerweile heute 40 Anmeldungen. Und das ist jetzt die dritte Wintersaison, die ich moderiere. 2 Sommersaisons habe ich auch dazu moderiert. Also seit 2 Jahren geht das Ganze. Und es sind noch nicht ganz 2 Jahre. Es ist irgendwie 1 Jahr, 11 Monate oder so. Ich kann nicht entsinnen. Das erste Rennen oder das zweite, was ich hier moderiert habe, da kam irgendein Weihnachtsmarkt dazwischen. Da waren dann mit mehreren Glühweinen das Moderieren bestimmt sehr amüsant für die Zuhörer. Ich habe mich am nächsten Tag geschämt wie ein Bettnässer. Aber, mein Gott, was soll's. Auch solche Tage passieren. Und heute sind wir hier mit der Blancpain-Serie in Silverstone. Eröffnungsrennen zur, ja, über Simrace TV übertragenen dritten Wintersaison. Es gab schon viele, viele davor. Die Liga hat auch gut 10 Jahre hinter sich, wenn auch relativ unbemerkt von der Szene, aber in den letzten 2 Jahren ging das hier richtig, richtig vorwärts. Wir hatten dann in der zweiten Saison, glaube ich, an die 20 Autos. Letzte Saison waren 30 Fahrzeuge schon mal am Start und jetzt sind wir hier mit 40 Autos. Momentan am Server sehe ich 31 aktive Fahrzeuge, also da kommen noch ein paar. Es gab ein paar technische Probleme. Ich hoffe zumindest, dass die Probleme mit der Modifikation gelöst wurden. Aber das sieht hier gut aus, weil es sind hier schon, wie viele haben wir jetzt hier direkt am Server? Ja, das stimmt auch mit meinem Timing überein. Ich muss erst mal schauen, ob ich die ganzen Namen hier überhaupt auf die Reihe kriege. Natürlich kenne ich einen ganzen Teil der Leute, die hier fahren. Erstmal sind das altgediente RSAler und dann natürlich auch einige Leute von Simrace.net dabei. Und naja, gut, schauen wir mal, was das hier gibt. Jedenfalls die Probleme scheinen gelöst mit der Modifikation. Jetzt gab es noch ein kleines Problem mit dem Teamspeak, weil bisher waren mir nicht mehr als 32 Slots nötig. Das hat sich gerade eben grundlegend geändert. Wir sind dann mal eben in einen anderen Teamspeak umgezogen und ja, nun werden wir mal gucken, was hier geht, beziehungsweise was nicht geht. Vielleicht hat der Jens auch Interesse, den Teamspeak komplett zu übernehmen, dann kann er sich die ganze Lizenziererei sparen. Mal schauen, was er dann dazu sagt. Das werden wir sicherlich die nächsten Tage klären, aber ich sehe auch hier, haut das noch nicht so ganz hin. Wir schauen mal, ob wir was finden. Wir haben vorhin so ein bisschen geschaut in den, also ich habe so ein bisschen im Training gelunzt, habe so den Fahrer ein bisschen über die Schulter geschaut, was die da so treiben. Also ich habe nicht auf der Rücksitzbank gesessen. Nee, keine Sorge. Haben auch die wenigsten Autos. Dennis ist sicherlich, der steht momentan hier auf der ersten Position aus dem freien Training. Er ist sicherlich ein bisschen traurig. Das war auch nur möglich, weil er diesmal keinen Opel fährt. Also nur so kann man auf Platz 1 fahren. Aber natürlich freue ich mich für ihn. Aber wir haben hier schon noch einige andere Kandidaten dabei. Und ja, jetzt sind wir mal gespannt, was hier heute passiert. So, was ich tatsächlich gesehen habe oder was ich gehört habe, man hat die Regelung aus dem GT3 Cup von Simrace.net mit dem Gentleman's Cup vielleicht oder hat man wohl übernommen. Also ab dem dritten Rennen soll es hier auch eine Gentleman Cups Wertung geben. Gentleman Cup Wertung. So rum. Und das ist natürlich dann immer nochmal bei so einem großen Fahrerfeld eine zusätzliche Motivation für diejenigen, die nicht so ganz weit vorne mitfahren können. Also im GT3 Cup wurde dort ab Platz 20 eine zweite Wertung eingeführt und das ist sehr, sehr gut angekommen, hat den Leuten sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, mal gucken, ob das hier auch so funktioniert und ob die Fahrer bis zum Saisonende auch so zahlreich dabei bleiben. Das ist ja immer das große Fragezeichen. Momentan ist der Jens da oben noch dabei und macht Briefing. Ich weiß auch nicht, ob schon alle Fahrer tatsächlich es geschafft haben, hier in diesen anderen Teamspeak zu kommen.
Ich sehe auch, Wolfgang Meisel wurde unterbrochen, sprich hatte einen Connection Lost. Sehr ärgerlich. Ich hoffe, dass das nicht zu dramatisch wird. So, wir sind jetzt hier, ich glaube, im ersten Qualifying. Irgendwie rutschen die Autos hier noch ziemlich durcheinander und durch die Gegend. Und sie flackern auch wie wild. Gucken wir mal. Ja, Blancpain-Serie GT3 auf SimRacing.org gab es 2010 die erste GT3-Serie zusammen mit Harald Gallines. Er nannte sich witzigerweise GT-1 als Wort Langstreckenserie. Das rührte daher, dass Haralds Webseite GT-1.at heißt. Somit wurde auf der GT1 Langstreckenserie die erste GT3-Serie gefahren. Und der Harald Gallines hat damals gesagt, das ist das Rennformat der Zukunft und das hat sich in der Realität bestätigt und das hat sich hier auch in der Virtualität bestätigt. Wir, oh Mann, 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 Mann. Wir haben, waren da mal wieder, oh, hier fliegen Autos, großartig. Das wird man wohl auch so nicht vermeiden können, wenn man die Strecken nicht präpariert. Genau. Also, falls hier jemand zuguckt, der glaubt, das wäre echt hier. Also nein, 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 das ist virtuell. Und wir sind doch, ja, wir haben hier ein paar Vorteile. Also wenn man hier so ein Auto rumfliegen sieht oder irgendwo reinkrachen sieht, dann ist das nicht so ein Riesendrama. Ja, also hier geht keiner kaputt, weder Fahrer noch Auto und alles bleibt heile. Ja, wie gesagt, und mittlerweile fährt eigentlich ja, jeder, der ein bisschen was auf sich hält, jede Community fährt irgendwie eine GT3-Serie. Und man hat hier bei der RSA dieses, für diese Wintersaison auch diese sehr, sehr hervorragende Mod übernommen und fährt die hier. Also großartige Geschichte. Da werden wir sehr, sehr viel Spaß haben diese Saison. Wir haben in den letzten 2 Jahren fantastische Rennaction hier gesehen in dieser Rennserie. Und ja, ganz sicher wird das auch in dieser Saison so sein. Sehr, sehr enge Fights mit ja, atemberaubenden Positionskämpfen, auch im Mittel- und im hinteren Feld. Das hat immer funktioniert. Warum soll es jetzt auf einmal nicht mehr gehen? Wir haben natürlich jetzt sehr, sehr viele Fahrer. Ja, super. Also ich befürchte mal, da ist ein kleines Problem, weil immer wenn hier noch einer dazukommt, dann fliegen hier andere runter. Das könnte darauf hindeuten, dass die Carpens beziehungsweise die Modelle doch nicht angepasst worden. So, irgendjemand hat mein Auto hier in die Boxengasse geschoben. Bin ich natürlich witzig. Mal gucken. War das etwa meiner, der da rumgeflogen ist? Ja, natürlich. Na, dann sind wir doch mal ganz frech. Und so, wunderbar. So, jetzt könnte es passen. Jetzt wird irgendwann der Jens Burkhardt zu mir kommen und wird eine Runde mit mir zusammen hier über die Strecke fahren. Das heißt, er wird fahren und labern und ich werde ihm zuschauen und mich heimlich amüsieren. Ja, also keine Sorge, wir werden hier in Kürze loslegen. Ich habe einfach schon mal angefangen, weil wir haben nun mal geschrieben 20:30 Uhr und wenn wir 20:30 Uhr schreiben, dann wollen wir auch 20:30 Uhr anfangen und nicht erst 20:45 Uhr. Aber ihr müsst das, oder es wäre großartig, wenn ihr uns diese kleine Verzögerung ein bisschen nachseht. Es ist für den Jens das erste Mal, dass er mit einem solch großen Fahrerfeld umzugehen hat und es ist immer problematisch. Es ist wirklich sehr, sehr anstrengend für Fahrer, für Organisation und auch für die Technik. Also bitte habt da ein bisschen Nachsehen, wenn das hier heute nicht alles so hundertprozentig klappt. Wie ich den Jens kenne, hat er das spätestens zum nächsten Rennen alles ausgebügelt. Man hat Testrennen gefahren, man hat probiert. Erst letzten Montag hat man nochmal die letzten Bugs, die einem bis dahin aufgefallen waren, versucht zu fixen.
Und das sieht momentan jetzt auch ganz gut aus. Wollen wir mal hoffen, dass das jetzt so weitergeht und dass der Jens jeden Augenblick zu mir kommt. Wahrscheinlich macht er da oben jetzt erstmal noch eine Erklärung, wie doll er sich freut. Das kann ich nachvollziehen, dass man sich über so eine Teilnahme freut. Und man muss auch noch dazu sagen, ich bin eigentlich derjenige, der sich hier am wenigsten über irgendetwas beschweren sollte, weil ich habe meine GT3 Community in den letzten Wochen, Monaten doch ziemlich hängen lassen. Aber das habe ich nicht gemacht, weil ich die nicht mehr leiden könnte oder weil ich keine Lust mehr hätte, sondern weil es einfach meine Zeit nicht hergibt. Und der Jens hat kurzerhand gesagt, okay, ich übernehme den Laden, ich hole die mit zur RSA. Und somit ist der Porsche GT3 Cup ab sofort nicht mehr auf Simrace.net zu finden, sondern auf der Raceday Speed Association. Und ja, dann werden wir mal schauen, was dort passiert und ob das, ja, dass der Jens das dann so weiterführt, beziehungsweise mit neuen Ideen noch ein bisschen attraktiver macht. Meistens ist es ja tatsächlich so, dass neue Besen gut kehren, sagt man ja wohl. Und ja, außerdem kommt heute dazu, dass ich eh schon gefrustet bin, weil ich bin heute im Schneetreiben nach Hause gefahren. Ich weiß nicht, was die Leute an diesem Land, an diesem Bayern so toll finden. Also ich habe neulich irgendwo gelesen, Bayern sind der fehlgeschlagene Versuch, aus Preußen Österreicher zu machen. Gut, darüber kann ich mich nicht wirklich, ich komme mit allen gut klar, das sind alles super nette Menschen, aber was hier so toll sein soll, das kann ich beim besten Willen nicht verstehen. Ich meine, die haben ein paar Berge, das sieht ganz nett aus, wenn die Sonne scheint, aber zumeist entweder sind es hier 40 Grad im Schatten oder man hat am 10. Oktober Schneetreiben. Also ganz ehrlich, braucht kein Mensch. Also ich jedenfalls nicht. Und ja, also da bekommt der Nutzungswert als Winterreifen eine völlig neue Bedeutung. Braucht man den im Norden irgendwie vielleicht maximal 5, 6 Tage im Jahr, so muss man den hier wirklich im Oktober drauf haben und wahrscheinlich auch aus dem Mai wieder abziehen. Keine Ahnung. Wir werden sehen. So, Jens, jetzt könnten wir aber langsam loslegen. Also sind dann doch nicht ganz so viele. Drei fehlen. Also wir haben jetzt aktuell 35 aktive Fahrzeuge. Davon sind 34 tatsächlich nachher auf der Strecke, weil das Simrace TV-Auto ist ja noch dabei. Übrigens auf Platz 16, ohne einen Meter gefahren zu sein. Ach nee, stimmt ja nicht. Die haben ja auch in die Boxengasse geschoben. Genau. Und ja, und drei Fahrer, Stefan Hartleib, Chris Pirchegger und Wolf Meise, ja, sind momentan grau in meinem Timing. Das würde bedeuten, dass sie in irgendeiner Form nicht am Server sind, beziehungsweise disconnected worden. Wollen wir mal hoffen, dass das trotzdem funktioniert hier, dass die Jungs noch reinkommen können und Spaß haben können, weil in so einem großen Fahrerfeld, es hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist natürlich, dass das alles sehr um sehr viel gefährlicher ist, hier ein ja, einen Unfall zu bekommen haben, beziehungsweise von einem anderen abgeschossen zu werden. Auf der anderen Seite hat man aber allerdings auch auf allen Positionen Fights. Also es wird niemals langweilig. Und außer vielleicht ist es irgendeiner, der mit riesen Schritten da vorne wegfährt. Gut, für den ist es vielleicht nicht ganz so nett, aber alle anderen haben hier richtig Spaß. Und so wie ich dieses Fahrerfeld hier einschätze, ist mit Sicherheit so die Top 10 beieinander, die Top 20, die Top 30 und die Top 40. Ja, wir werden sehen. Also wird sicherlich sehr, sehr spannend. Und Jens, wie sieht's aus? Jens! Jens, jetzt komm doch mal. Gut, natürlich ist das Briefing für die Leute da oben erstmal wesentlich wichtiger. Ich sehe, Wolfgang Meisel ist zumindest im TeamSpeak. Also könnte es durchaus auch sein. Und auch der Stefan Hartleib ist da, glaube. Gibt vielleicht noch ein klein bisschen was zu erzählen, wenn wir jetzt schon einmal beim Erzählen sind. Nächstes Wochenende beginnt sim-racing.org mit seiner Multileague GT3 Endurance Multileague.
International darf man nicht vergessen, weil es ist sehr, sehr international. Es sind 12 oder 13 Nationen vertreten. Es werden nur 36 Teams sind erlaubt. Es gibt den legendären Manager-Modus, also es ist nochmal so eine Art Spiel im Spiel, da müssen Fahrer gekauft werden, Fahrzeuge gekauft werden. Man kann während der Saison, wenn man gut Geld verdient, wenn man gut wirtschaftet, kann man sich Upgrades fürs Auto kaufen und solche Dinge alles. Und es ist natürlich wirklich eine richtige Endurance-Ulti-League, das heißt, die Teams kommen aus allen möglichen Ligen weltweit und es ist wirklich Endurance, es ist wirklich Langstrecke, es werden ausschließlich 12- und 24-Stunden-Rennen gefahren. Und eine Woche später, nochmal eine Woche später, also das letzte Oktoberwochenende, könnt ihr SimRace TV erleben, zum dritten Mal live aus Kolding, Dänemark, mit 32 Teams, live vor Ort als LAN-Event. Und der Hammer ist, es ist sogar ein Team aus den USA, was da mit Containerfracht hier nach Europa kommt und an diesem Event teilzunehmen. Also ich kann euch nur empfehlen, schaut da rein. Ich sehe, der Jens ist da. Jens, herzlich willkommen. Hallo Lutz. Ja, gut. Also, wir fangen jetzt gleich an. Jens, schön, dass du da warst. Wie geht's dir denn? Du klingst ja wirklich wie aus der Tonne. Ich bin extrem aufgeregt, wenn ich das mal so sagen darf, und schreibe hier parallel noch gerade WhatsApp-Nachrichten wegen unseres Teamspeak-Dilemmas, was wir so kurzfristig hatten. Aber jetzt habe ich alles beiseite gelegt. Ich habe ein sehr ausführliches Team-Briefing gehalten. Ich habe mal gucken, ob das fruchtet. Wir werden es gleich sehen. Auf welcher Position stehst du denn momentan? Also im Spiel? 13. 13, da wollen wir mal gucken, ob das stimmt. Meistens stimmt es nicht. Diesmal stimmt es und da kommt er. Da kommt er. Der Jens. So, alte, liebgewordene Tradition. Jens Burkhardt, Ligachef und auch Fahrer, was hier normalerweise gar nicht geht zusammen. Das werden wir aber noch sehen, warum das nicht geht und so in den Rennen, die hier kommen. Genau, fährt jetzt hier seine Einführungsrunde und wird am Ende dieser Runde eine kurze Streckenvorstellung machen. Das ist wirklich Ja. eine coole Sache. Vor allem, wir haben immer mal, ich lade ja immer mal ganz gern Leute ein, die sowas überhaupt noch gar nicht gesehen haben. Und dann kriegt man da schon mal einen viel, viel besseren Eindruck. Genau, und das ist für mich jedes Mal spannend, mich nicht zu drehen, weil das wäre wieder so eine Steilvorlage für dich. Auch deshalb sind meine Rundenzeiten in diesen Hotlaps auch meistens sehr bescheiden. Aber das kommt auch dazu, dass es mit Finger auf den Daumen und Quatschen ist es nicht so die besten Voraussetzungen, um hier schnelle Runden zu fahren. Aber abgesehen davon, muss ich auch gestehen, habe ich hier einen Gänsehautschauer nach dem anderen, weil das, was hier heute Abend gerade passiert, ist ein Meilenstein für die RSA-Geschichte. Ich meine, wir haben nächstes Jahr 10-Jähriges und haben jetzt hier 37 Leute am Start. Ich habe irgendwie letzte Tage noch mit dem Edgar Ostermann gesprochen. Wir haben vor 4 Jahren, 5 Jahren eine Meisterschaft mal mit 3 Autos beendet. Also, und jetzt sitzen wir hier irgendwie und einer fliegt leider immer noch raus. Aber wir haben, glaube ich, ganz gute Arbeit geleistet, dass es tatsächlich hier funktioniert mit 35, 36 Autos. Das war also viel Arbeit im Hintergrund. Wir haben viel, viel und ausgiebig getestet, um die Autos hier so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Ich weiß nicht, ob du schon von unserem letzten Test erzählt hast, von den Zeitabständen, die wir dort hatten. Das war einfach, ja, sensationell. Wenn wir heute nur ansatzweise sowas hinkriegen, dann wird es wirklich, wirklich spannend. Oh, und jetzt gehe ich mal noch meine schnelle Runde, oder? Genau. Das tu mal, mein lieber Jens. Ich gehe in dein Cockpit und wir wollen mal hoffen, dass du dieses Bumble-Teil hier vernünftig über die Strecke fahren kriegst. Ja, neue Startziele. Da musst du dich erst dran gewöhnen, dann irgendwie in den vierten Gang runter, dann musst du schön an die Curbs dran und dann haben wir schon die erste heikle Stelle. Auto wird hier an dem Curb immer super leicht und es geht in alle Richtungen, mal rechts über die Curbs oder man kann hier auch quer reinfliegen, haben wir auch schon gehabt. So, dann habe ich eine ganz enge Stelle. Das ist, glaube ich, so ziemlich das engste Ding hier, so erster Gang. Und dann kommen wir an die zweite Haltestelle, weil der Knick, wenn du schnell sein willst, musst du voll fahren. Ist mit vollem Tank aber echt ein Risiko. Und musst du mal was machen, damit du hier in den Windschatten kommst. Eine der Stellen zu holen, auszunutzen, dann ist das hier eine Kurve, fünfter, vierter, dritter, dann kannst du zweiter Gang ganz tief reinbremsen. Das Auto, wie du siehst, ist die ganze Zeit leicht am Heck. Das liegt aber auch daran, dass ich, glaube ich, wenig Flügel fahre. Wir hoffen, mir ein bisschen Vorteil mit Topspeed. Das werden wir sehen. So, hier kommen wir jetzt auf die alte Startziel. Gucken,
freue mich schon auf den Stream, wie oft du das wieder verwechselst. Ja. Ja, erste Kurve kennt jeder. Hat's in sich, dann zwei Gänge runter, hier an die Curbs dran, hier aufs Gas. Nicht zu viel Curbs, dann fließt man immer ganz gerne nach rechts ab. Und dann kommen die S's. Ja, die ist in jeder Runde einfach in sich. Ja, du fährst hier im sechsten rein, fünfter, vierter hier an den Curbs, kurz Gas geben. Du bist hier in den dritten ganz tief rein, du gehst an den Curb, das Auto wird wieder instabil. Dann musst du hier mal richtig langsam machen, mit ganz viel wie auf die Hangarsfeld rauszukommen, die definitiv die beste Stelle ist, um sich anzusaugen und ja, Ausbremsmanöver zu setzen. Nicht ganz so einfach, weil die letzte Kurve hinten ist jetzt nicht so super zum Reinbremsen. Du kommst hier an, sechster Gang und bremst ganz tief und boah, halt ein bisschen den dritten, jetzt mal ein bisschen den zweiten, ich wollte gucken, dass ich auch einen zweiten habe. Dann fährst du hier wieder runter und kommst da wieder in eine ganz enge Schikane, wo das Auto ständig zum Überbremsen auf der Hinterachse neigt. Und auf der Ecke darfst du nicht zu viel Curbs mitnehmen, dann rutscht das Auto auch wieder. So, und dann geht's wieder voll, das Auto arbeitet wieder. Und dann sind wir wieder auf der neuen Startziel. Guck mal auf die Zeit. Ach, 2:35. Das geht einigermaßen im Qualifying, wenn wir gleich 2 Sekunden schneller fahren. Hoffentlich. Ja, richtig, richtig. Also niedrige 2:01 habe ich gesehen, mit 2:00 noch nicht. Aber auch die wären möglich. Mal gespannt. Und ja, gucken wir mal, was hier heute Abend hier rauskommt. Vielleicht ganz kurz zum geänderten Reglement, Jens? Ja, genau. Wir fahren jetzt gleich ein gewohnt kurzes Qualifying. Ich glaube, es sind 15 Minuten. Was natürlich spannend wird, mit über 30 Autos hier eine freie Lücke zu finden. Das wird heikel, da werden wir viel, viel Spaß haben. Aber auch da gab es klare Ansagen im Briefing. Prost! Und danach fahren wir noch ein Top 5 Qualifying. Das ist neu in dieser Saison. Das heißt, die ersten 5 aus dem ersten Qualifying dürfen in umgekehrter Reihenfolge nochmal eine schnelle Runde fahren und dann eben die Pole Position oder die ersten 5 Plätze ausfahren. In umgekehrter Sache. Die sind im ersten Quali auf 1 gefahren und fahren im zweiten Quali dann von, also als Fünfter los, als Letzter. Genau, der Fünfte fährt als Erster und dann, genau. Wir werden einmal 3 Autos auf die Strecke schicken. In einer Runde und dann, wenn dann der dritte auf die schnelle Runde geht, fahren die nächsten beiden raus, damit wir das zeitlich auch ein bisschen hier straffen können. Das heißt, du hast immer so 40, 45 Sekunden Luft bei den ersten und danach hast du dann noch eine Minute, denke ich mal, dazwischen. Okay, na dann schauen wir mal. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Ja. Und ja, Jens, dann wünsche ich dir nicht allzu viel Gras unter den Reifen und das wäre mal was, ja. Also es ist wirklich aufregend. Also ich kann dir sagen, ich war in den Testrennen zweimal in diesen Top 5 Qualifying. Das ist für den Puls schon sehr anregend. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Vor allem diese eine schnelle Runde. Wie gesagt, wenn ihr euch die Zeit genommen oder nehmen könntet, einzeln zu fahren, wäre das noch ein bisschen attraktiver. Und für die Fahrer. Und auch für die Zuschauer, allerdings nicht für die anderen 30, die da warten. Ja. Aber gut, das ist halt nun mal so. Ne? Genau, dann gehe ich jetzt mal wieder rüber. Was sagst du überhaupt zu meinem Design hier? Ich sehe es leider nicht, tut mir leid. Ich sehe hier nur irgendwie Muschelmaschel. Also ich habe hier so eine schlechte Internetverbindung, da bin ich heilfroh, dass es überhaupt funktioniert. Also ich habe wirklich nur Pixel hier. Ich kann noch nicht mal die Fahrernamen hier im Screen erkennen. Ich muss das hier nebenher laufen lassen. Also, okay. Gut. Dir trotzdem viel Spaß. Ja, den werde ich haben, definitiv. Irgendeiner freut euch auch. Uns nach dem Rennen. Und genau. Und vielleicht kriegen wir das ja sogar noch hin, dass wir ein Interview hier gemacht kriegen. Ich hoffe, die Channels sind hier problemlos zu wechseln. Ich weiß nicht, was hier eingestellt wurde oder was nicht. Und du kannst dir auch mal überlegen, ob du diesen Teamspeak, da du ja jetzt schon den GT3 Cup mit übernommen hast, dankenswerterweise nicht vielleicht auch gleich den Teamspeak mitnimmst. Dann brauchst du das halt. Kannst du mal drüber nachdenken. Genau. Nee? Alles klar. Alles klar. Also, bis später. Bis denn. So, meine Damen und Herren. Ich bin jetzt wirklich guter Dinge, dass wir in Kürze hier auch tatsächlich Renn-Action erleben werden. Ihr seht das da oben an der Zeit. Momentan steht da irgendwas von 1:36. Das ist natürlich Blödsinn. Das wird jetzt gleich umschalten in eine weitere Training. Oh, da tut's das schon. So, und jetzt haben wir nämlich noch 15 Minuten. Und jetzt sollten wir mal schauen, ob wir hier irgendwo den Eingang der Boxengasse erwischen. Nee, so wirklich nicht. Das ist man schlecht hier. Das ist man ganz schlecht. Ja, zumindest geht es hier raus, aber ich glaube, das ist sogar die alte. Nee, also wird nichts. Schauen wir mal, was die Herrschaften machen. Hier ist es natürlich jetzt extrem wichtig. Möglichst schnell. Die stehen hier natürlich schon alle. Klar.
So, möglichst schnell hier rauszukommen. So, jetzt können wir das hier anhalten. Oder mal, na, machen wir mal so, genau. Ja, hier sehen wir die jetzt alle rauskommen. Sehr schönes Bild. Muss ich nur die Finger von der Maus lassen, weil sonst verrutscht mir die Kamera hier. Und, genau. Und jetzt gehen hier mal locker 36 Leute auf die Strecke und versuchen in irgendeiner Form eine schnelle Runde zu fahren. Das heißt, wenn hier einer der Top-Piloten es nicht schafft, rechtzeitig hier rauszukommen und dann keine freie Runde findet, ist es durchaus denkbar, dass einer von den wirklich Top-Leuten dann nicht mal in dieses Top-5-Quali kommt. Wobei ich sagen muss, dass dieses Top-5-Quali schon sehr, sehr elitär ist. Wir werden sehen, wie sich das gestaltet über die Saison, ob das attraktiv ist oder ob die Top 10 oder Top 8 vielleicht attraktiver werden. Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Top 5 habe ich noch nie gehabt, oder noch nie gemacht. Also wird halt eng oder wird halt knapp. Auf alle Fälle ist es so, dass dort im Prinzip alle Spitzenleute um diesen fünften Platz kämpfen müssen. Und naja, wir werden sehen. So, Jens Purkott ist hier jetzt. Den haben wir eigentlich schon lange genug gesehen. Also auf alle Fälle hat er eine einigermaßen freie Runde, zumindest nach vorne hin. Jetzt muss ich mich wieder, wie zu Beginn jeder neuen Saison, erstmal an die Carpens. Ach ja, von wegen. Freie Runde. Nichts ist mit frei. Ah, da gibt es nochmal eine Lichthupe. Die Jungs haben ja hier so einige Regularien, die nicht sonderlich verbreitet sind. Warum? Kann ich nicht mal sagen, weil ich finde sie nämlich relativ gut. Zum Beispiel sind die alle in einem Teamspeak. Jeder ist, also Teamspeak ist so ein Audio-Chat, da können halt je nach Lizenz 500 oder unendlich viele Leute in einem Audiokanal sich unterhalten. Das heißt, theoretisch könnten die alle durcheinander quatschen. Man kann natürlich auch, was die meisten machen, Teamkanäle, Teamchannels anlegen, wo dann halt nur die Fahrer drin sind, die in dem einen Team fahren. Irgendwie kommen jetzt hier noch Leute dazu oder wieder weg, ich weiß es nicht. Ja, wollen wir mal hoffen, dass dem nicht so ist. Genau. So, hier wird es so gehandhabt, alle Fahrer sind in einem Channel, haben ihr Mikrofon zu muten. Also, man darf das nicht anhaben, das darf sich nicht öffnen, wenn man losspricht. Auch diese Einstellung wäre möglich. Die benutze ich jetzt zum Beispiel hier zum Moderieren. Und wenn am Start irgendwo ein Unfall ist, und ich würde mal fast wetten, dass wir hier bei so einem Fahrerfeld, auch wenn die Fahrer es hier zum größten Teil gewohnt sind, in größeren Stärken zu fahren, dass wir eigentlich in jedem Rennen so einen kleinen Abbruch haben. Aber es ist halt keine Full Course Yellow im herkömmlichen Sinn, dass da ein Safety Car rausfällt, sondern der Rennleiter sagt so, jetzt ist hier Full Course Yellow und ihr macht im Prinzip nichts anderes als der Führende, der dann momentan, nach dem Unfall momentan Führende, geht in langsamer Fahrt über die Strecke, alle anderen ordnen sich dahinter ein und irgendwann, das kann in derselben Runde sein, je nachdem wie schwer der Unfall war oder erst in der nächsten Runde, sagt dann der Rennleiter so, go. Und dann kann der Führende wieder beschleunigen, alle hinter ihm beschleunigen auch und dann hat man einen fliegenden Start. Ansonsten wird hier stehen gestartet. Und ja, das werden wir jetzt mal sehen, was das hier gibt mit diesem Fahrerfeld. Ich wünsche dem Jens so sehr, dass das über die Saison so bleibt. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Es ist einfach so, dass wenn die, wenn das Gros der Leute irgendwann merkt, dass sie eigentlich noch nicht mal mehr an die Punkte fahren, dann hören die irgendwann auf. Das ist so die allgemeine Auffassung. Das, was man so in den meisten Ligen erlebt. Wenn so eine Liga aber wirklich gut geführt ist und wenn man es schafft, als Organisator die Leute auch zu motivieren und einen freundschaftlichen und fairen Umgang mit denen pflegt, dann macht denen auch das Rennfahren Spaß, ohne dass sie in die Punkte fahren. Und naja, das ist jetzt die Frage, ob sie das machen. So, wir sehen jetzt Jens Purkott hier mit einer Zeit. Wir haben auch schon eine Zeit von Mr. Ustermann. Genau, uns Edgar hat die Karre erstmal ganz nach vorne gestellt. War so ein bisschen zu erwarten. Edgar ist einer der Cracks hier. Und ich weiß es nicht, ob der Robin Frischkopf
noch dazu kommt, das wäre natürlich ganz hervorragend. Ob der wollte eigentlich die Wintersaison wieder mitfahren, im Sommer kann er leider nicht. So, Kevin Flitsch, der Sieger der Sommersaison hier auf Position 2. Auf der 3 mittlerweile Jens Burkhardt. Also so schlecht ist er. Nee, das hat sich schon wieder geändert. Denn Dennis Erner ist derzeit auf die 2 vorgefahren. Spannend ist aber eher, was ist auf Platz 5 los? Harry Schmidt ist auf der 5. Dominik Smoll auf der 6. So, und wenn ich jetzt mir die Zeiten so ein bisschen anschaue, der Dominik hat 97.000stel Rückstand auf den Harry Schmidt und der Harry Schmidt hat 42.000stel Rückstand auf den Jens Burkhardt, der mittlerweile Vierter ist. Das wird eine heiße Kiste. Dominik Smoll, ich hoffe mal, er findet wieder so ein bisschen zu sich. Er hatte aus meiner Sicht letzte Saison nicht so wirklich das glückliche Händchen. Ist denn der Jan Baskenes überhaupt mit dabei? Den sehe ich hier auch leider nicht. So, jetzt gucken wir mal auf die Zwischenzeit, was der Dominik hier macht. Ne, das reicht nicht. So, Edgar Ostermann fährt eine 201-619. Das könnte aber noch eng werden. Also wir haben schon im Training bessere Zeiten gesehen. Allerdings, wir sind hier nicht im Training, sondern hier muss man schauen, dass man eine freie Runde findet. Und da ist die Zeit von Edgar natürlich schon eine Ansage. Und Dennis Erner ist genau anderthalb Zehntel zurück. So 0,149 Sekunden. Ja, und jetzt wollen wir mal schauen, was tut sich hier. Es hat sich... Oh, jetzt. Stefan Hauenstein fährt auf die 5. Wäre somit im Top 5 Quali. Harry Schmidt mittlerweile 7. Dominik Smoll 8. Jens Erner 9. Kai Matt 10. Also Kai Matt... Ja, der hatte, glaube ich, das war so ein Highlight die letzte Saison für ihn. Da haben ihm die Autos gelegen. Momentan ist es eher noch nicht so sein Ding. Er ist 1,3 Sekunden hinter der Spitze zurück. Kann allerdings auch sein, dass er nicht so wahnsinnig viel gefunden hat. Selbst ein Christian Rückert ist auf Platz 11 nur. Auf 12 haben wir den Marc Lepnikov, Alfred Dohnke auf der 13, Danny Völkern auf der 14, Patrick Gaber auf der 15, Micha Betz auf der 16, Martin Schmidt 17, Jan Baskenes 18, Micha Bregartner 19, Top 20 komplettiert der Alex Kreuzer. Jetzt zeigen wir hier Boxengasse, das wollen wir natürlich nicht. Und Jens Erner hat die Führung übernommen. Ich hab's gesagt, ich hab's mehr oder weniger angedroht. Wir haben hier schon sehr, sehr niedrige 201er Zeiten gesehen. Und Dennis zeigt das hier jetzt auch mit einer 201-318. Und das ist mal locker 3 Zehntel schneller als Edgar Ostermann. So, der wird das natürlich nicht so locker auf sich sitzen lassen. Ist das überhaupt, oder bin ich jetzt hier? Ja, das ist uns Edgar. Wenn ich hier mir so den Track Viewer angucke, sensationell, was hier abgeht. So ein Gewusel. Also Track Viewer ist mein Monitoring hier. Da habe ich so eine Streckengrafik. Da sehe ich so Bupseln drauf rum, sich bewegen, wo die einzelnen Startnummern sich gerade befinden. Nicht Startnummern, sondern Positionen. So, aber irgendwie, Stefan Hauenstein hält sich hier mit 0,147 Sekunden vor Jens Burkhardt, der jetzt Sechster ist. So, und auch der hat gerade eine neue Runde begonnen. Ein paar Sekunden haben wir noch bis zur ersten Zwischenzeit. Nee, da sind wir eigentlich schon durch. Die wurde mir nicht angezeigt. Warum nicht? Oder habe ich sie übersehen? Im Zweifelsfall immer übersehen, aber ich glaube, die wurde eben tatsächlich nicht angezeigt.
So, gucken wir mal. Langsam. Genau, da kommt die zweite Zwischenzeit. Jetzt wollen wir mal schauen, wie weit er zurück ist. Oh ja, knappe Sekunde. Das reicht nicht. Er hat jetzt schon nur einen Rückstand von 0,85 Sekunden. Also da müsste er jetzt im dritten Sektor nochmal richtig, richtig Zeit gut machen, um da noch einen Platz reinzuholen, weil der Stefan Hauenstein ist, wie gesagt, oh, der ist nur eine Tausendstel hinter Kevin Flitsch. Also momentan Dennis Erner vor Edgar Ostermann, Tom Krüger auf 3, Kevin Flitsch auf 4, Stefan Hauenstein auf 5. Das sind die 5 Fahrer, die jetzt fürs zweite Qualifying bisher gesetzt sind. So, und das bleibt bei Platz 6 hier für den Jens Purkott. Wir schauen zu Dominik Smoll. Das ist der, dem ich noch am ehesten zutrauen würde. Er ist momentan 8er. Da ist der, fährt er auch schon eine ganze Weile. Also die Rundenzeiten wurden eigentlich bis auf die ersten beiden so in den ersten 2-3 Runden gefahren. Weil jetzt ist es fast unmöglich, eine freie Runde zu finden. Wenn ich mir das so angucke, okay, wenn man den Robert Bauernhofer entsprechend lange vorbeifahren ließe an der Box, der kommt jetzt in den dritten Sektor, dann hätte man eine relativ, ja, ich sag mal, eine Viertelrunde Platz, bis das nächste Auto kommt. Also das wäre vielleicht nochmal eine Chance, aber vermutlich, das sehen auch andere und die warten jetzt im Prinzip alle in der Box. Dass der Herr Bauernhofer jetzt hier vorbeikommt. So, Dominik, was machst du? 3,5 Zehntel Rückstand. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wenn er die zum Beispiel ins Ziel bringen würde, wäre das der 4. Platz für ihn. Das wäre knapp hinter Kevin Flitsch. Aber dann muss er jetzt hier die perfekte Runde fahren. Und da ist auch schon wieder Verkehr vor ihm. Und er geht hier volles Risiko. Volles Risiko. Kommt man hier zu weit raus, versetzt das Auto auf den Körb. Er wird hier vorbeigelassen. Vom Markenkollegen. So, nimmt jetzt hier den Körb. Ja, und jetzt ist es vorbei. Das war's. Das hat er sich zu eng. Den hat er zu eng genommen, den Körb. Das war zu viel Risiko. Jetzt hat er noch 2 Minuten, 1 Minute 50. Ja, jetzt sind es 1,50. Um noch eine saubere Runde hinzukriegen. Aber ich befürchte mal, das wird hier nichts mehr. So, hier haben wir Whitey. Der Martin Schmid. Bin jetzt so ein bisschen erstaunt. Hat wahrscheinlich nicht geschafft, seinen Skin abzugeben. Deswegen fährt er mit dem weißen Auto rum. So, und da haben wir den Bruder des momentan Führenden, nämlich den Jens Erner. Nichtsdestotrotz gucken wir nochmal auf Platz 6. Da fährt jetzt Danny Volkert. Danny Volkert hat Jens Purkott vom 6. Platz verdrängt. Jens fährt auf der 7 und Danny hat einen Rückstand von 94.000stel auf den Tom Krüger, der mittlerweile schon nur noch, ja, 5. ist. Und warum ist er das? Weil der Stefan Hauenstein auf die zweite Position gefahren ist. Auf 2,5 Zehntel ran an Dennis Erner. Also das sind Abstände hier, die sind grandios. Macht total Spaß zu sehen. Pro Platz ungefähr 1 Zehntel. Wir sind bei Platz 22, haben wir 2 Sekunden Rückstand. Das ist doch mal eine coole Nummer. Top 2 immer noch nicht ganz. Das Qualifying zum 24-Stunden-Rennen von Daytona letzte Saison auf SimRacing.org. Da waren 21 Autos. Oh, jetzt haut er die Runde weg hier. Jetzt ist vorbei. Jo, jetzt geht's auch gleich ab in die Mauer. Das wollen wir gar nicht sehen. Danny, nein, das wollen wir nicht sehen. Hat aber auch schön abgefangen, das Auto. Gehen wir nochmal zu Jens. Der hat aber schon wieder eine Sekunde Rückstand. Das bringt nichts. Er heißt mit 0,859 Sekunden. Und jetzt fährt der Marc Lebnico und Christian Rückert. Verdrängen Tom Krüger, Danny Volkert aus dem Top 5.
Christian Rückert hat anscheinend jetzt doch noch eine freie Runde gefunden. Ja, jetzt stellt er das Auto ab. Ja, auch Lebnikov ist hier auf 5. So, gut, da jetzt Rückert auf 6 ist und in der Box steht und scheinbar auch nicht mehr rausfahren kann, weil die Zeit nämlich abgelaufen ist, können jetzt eigentlich nur noch Tom Krüger, Jens Purkott, Danny Volkert, eventuell Harry Schmidt und Dominik Smoll hier da noch. Aber Tom Krüger ist in der Box, Danny Volkert ist noch draußen. Und hat auch nochmal, nee, der kann eigentlich keine Runde mehr beginnen können. Das müsste eigentlich abgelaufen gewesen sein, die Zeit. Bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Patrick Gabe verbessert sich jetzt nochmal auf die 11. Position. Aber er bricht auch ab. Jens Purkott ist in der Box. Ja, das ist gegessen. Wir können verkünden, Stefan Hauenstein ist noch auf die Pole gefahren, der alte Hauenstein-Degen. Das ist ja grandios. Herzlichen Glückwunsch. Nützt nur nicht so wahnsinnig viel, das musst du jetzt nochmal machen. Und zwar mit 6000stel Vorsprung vor Dennis Erner. Ja, der wird sich natürlich jetzt irgendwo, naja, egal wohin beißen. Edgar Ostermann auf der 3, Kevin Flitsch ist noch auf die 4 gefahren, Mark Lebnikov auf der 5. Das sind die 5 Fahrer, die wir jetzt sehen. Auf den Plätzen haben wir. Das muss man jetzt erstmal anders machen, weil das wird hier nämlich gleich umschalten. Da haben wir den Christian Rückert auf der 6, auf der 7, Tom Krüger, Danny Volkert auf der 8, Jens Purkott auf der 9, Harry Schmidt auf der 10, Platz 11 für Patrick Gabe, 12, Dominik Snoll, 13. Platz für Martin Schmid, 14 für Jens Erner, 15 Alex Kreuzer, Kai Matt auf der 16, auf der 17 Jan Paskenis, da ist er doch, der Jan, Mensch. Jan, jetzt gib mal Gas hier. Fred Donke auf der 18, Micha Bitz auf der 19, 20. Platz für Micha Dröscher, 21, Ulrich Windmüller, 22, Markus Farnhold, Micha Bregartner auf der 23, Patrick Zajelznik auf der 24, 25. Platz für Felix Appelt, Patrick Flüglisthaler, schön, dass er auch wieder mit dabei ist, auf der 26, 27 für Holger Stanzus, 28 Stefan Hartleib, 29 Arne Bachem, Jürgen Engelhardt auf der 30, Günter Karre 31, 32 Lars Brokowski, Entschuldigung, Ralf Minwegen 33, Roman Bauernhofer 34, Simrace TV auf der 35, ja, und leider nicht mit dabei, aber hier noch geführt sind Chris Pirchecker und Oliver Ketzer, also ob die noch kommen oder nicht, wissen wir nicht, werden wir nachher im Rennen sehen. So. So, der Herr Lebnikov, der Herr Flitsch und der Herr Ostermann, die gehen jetzt gleich zusammen, ja, wahrscheinlich in einem kleinen Abstand, genau, auf die Strecke. Und wir gucken uns das mal so ein bisschen aus dem Cockpit raus an. Genau, hier sind wir nämlich in einem McLaren MP4. So, und der geht jetzt raus und verballert mal gleich richtig Sprit, so wie der hier abzieht. Ja, und macht dann auch mal gleich die Reifen auf andere Art und Weise warm. Das heißt, der fährt da so ein bisschen Sand drauf, dann ist die Reibung höher in den nächsten Kurven, somit erwärmen sich die Reifen mehr, jedenfalls glaubt er das. Und er ist unterwegs für das Team Lotus GT Racing. Das ist aber kein Lotus. Oder ist das ein Lotus? Nee. Also, sorry Leute, ich muss das hier auch nochmal erklären. Auf gar keinen Fall ist das ein Lotus. Der hat einfach nur die Lackierung, glaube ich. Ich habe hier ein ganz, ganz grottenschlechtes Bild. Das muss ich euch sagen, weil ich greife remote auf einen Game-PC zu. Und das wird mittels eines speziellen Tools getan. Und dieses Tool garantiert einem immer 15 FPS. Man hat also ein einigermaßen flüssiges Bild, aber das mittels diese 15 FPS garantieren kann, geht natürlich Qualität arg im Keller. Und somit habe ich hier so ein Pixelkino und ich kann mal gerade so mit Mühe und Not noch erkennen, was hier geschrieben wird. Manchmal auch erkenne ich gar nichts. Ich sehe nur, dass da zwei Autos fahren und muss mich dann anhand unseres Timings orientieren, welche Autos das sind.
Also bitte habt da das Nachsehen, wenn ich hier mit den Fahrzeugtypen, die sich so ein bisschen ähnlich sehen, hin und wieder mal einer Verwechslung erliege. So. Ich sehe, Edgar Ostermann ist auch auf der Strecke und auch Kevin Flitsch. Edgar Ostermann am Eingang des zweiten Sektors und Kevin Flitsch ausgangs. Wir gucken jetzt hier erstmal dem Marc etwas zu. Wäre natürlich noch nett, wenn wir das hier noch hinkriegten. Genau. So, wir sind im Cockpit. Jetzt hier diese doch sehr, sehr anspruchsvoll zu fahrende Passage. Sehr eng. Und jetzt wirklich den richtigen Weg finden, hier rauszuschleunen. Hier, wie gesagt, möglichst mit Vollgas raus. So, und jetzt kommen wir gleich zur alten Start und Ziel. Nein, Jens, ich muss dich enttäuschen. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Und ich glaube, das war schon ein bisschen heftig über den Körb. So, Kevin Flitsch ist auch bereits auf seiner schnellen Runde. Aber das nützt alles nichts, weil wir sehen natürlich jetzt erstmal dem Marc hier zu. Das soll kleiner Anreiz werden, Fünfter zu werden. Dann ist man erstmal am längsten im Bild. Guck mal, hier der Kevin auch gut unterwegs. Dennis Erner und Stefan Hauenstein, die warten noch in der Box. Die könnten im Prinzip raus, nachdem jetzt der Edgar über Start und Ziel gefahren ist. Weil der Marc ist jetzt bereits im dritten Sektor. Ach so, kann man Zeit sparen, genau, Geld sparen, ganz bestimmt. So, wir gucken auf die Zeit. Die sieht gar nicht mal so schlecht aus. Was hat er? 201,787. Das ist erstmal zu schlagen. So, Ostermann ist schon mal schneller. Fahren die das etwa in derselben Session? Ja, viel Spaß beim... Ja, sieht so aus. So, was ist mit Kevin Flitsch? Der hat's, glaube ich, vergeigt. Nein! Was jetzt? Flitsch 201,641. Führt das alles erstmal an. Vor Lepnikov. So, was ist jetzt mit Ostermann? Warum wird der mir jetzt hier nicht angezeigt? Ich meinte, der hätte eben schon eine Runde gefahren. Na gut, vielleicht habe ich mich da getäuscht. Also gucken wir erstmal auf den Edgar. Der Dennis Erner und der... Wieso ist der Stefan Hauenstein? Ah ja, okay. Die sind hier... Ach, der Edgar hat abgebrochen, oder? Nee, verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Okay, muss ich jetzt auch nicht verstehen. Jetzt kommt er jedenfalls über Start und Ziel. Und das wird ganz... Nee, er wird Dritter. Also, der Marc verbessert sich um einen Platz, um mindestens einen Platz, wenn die beiden Jungs hier, Stefan Hauenstein und Dennis Erner, hier die Zeiten toppen können, dann wäre es so, dass Edgar dann Fünfter wäre. So, gehen wir mal auf die Position 4. Wäre schön, wenn ich die bekäme. Warum bekomme ich die nicht? Weil das alles nicht mehr stimmt hier. Gut, gucken wir mal auf Dennis Erner. Er hat allerdings noch keine Zeit. So, Hauenstein ist in der Box. Why? Warum? Was macht der da? Wartet der jetzt, fahren die doch Einzelrunden? Ah, okay. Ja, dann gucken wir jetzt mal den Dennis zu, was der hier treibt.
bisschen des Weges hat er noch. So, Hauenstein ist jetzt auch rausgefahren. Erner ist weit genug weg. Wir sind jetzt gerade der Passage, wo sich ja, wo die beiden gegenläufigen Geraden oder Streckenteile sich am nächsten kommen. Also man bräuchte dann nur so mal einen kleinen Ruckler nach rechts machen oder nach links, je nachdem, und dann wäre man, hätte man schon eine halbe Runde gespart, beziehungsweise müsste eine halbe Runde mehr fahren. So, dann sind wir mal gespannt, was der Jens jetzt hier gleich machen wird. Wir gucken nochmal zum Stefan. Genau, der fährt hier nämlich auch. So, Dennis Erner geht jetzt in seine schnelle Runde. Und jetzt kommt es drauf an. Die momentan beste erste Sektorzeit liegt bei 33,577. Ist das auch wirklich? 5,95? Ja, ist sie. Also jetzt hier in diesem Top 5 Quali. Beste Rundenzeit hält momentan Kevin Flitsch in dieser Session. 2,01,641. Das gilt es zu schlagen. Also entweder habe ich jetzt wieder keine Zwischenzeit gezeigt bekommen oder ich habe sie wieder verpennt. Aber wir können mal schauen. Ne, mir wird hier auch keine im Links angezeigt, im Timing. Jo, und das, oh, das war aber ganz knapp. Also wenn das sauber war, alle Achtung, das war auf einen Millimeter gefahren hier auf diesem Curb. Extrem viel Risiko. Zu zeigen, wie das Ganze hier arbeitet. Genau. Schön, nicht? Toll. Ja, und so sieht das hier aus auf diesen Curbs. Da glaubt man gar nicht, dass dieses Fahrzeug sich noch irgendwie hält. Aber es ist so. So, Dennis Erner, wo wird er landen? Ja, das wird knapp, das wird ganz knapp, aber das wird... Nein, das reicht nicht! Kevin Flitsch bleibt vorne. Und auch sogar noch Mark Lebnikov bleibt vorne. Dennis Erner nur Dritter. So, jetzt aber mal ganz schnell zum Stefan Hauenstein. 72.000stel ist er zurück im ersten Sektor. Das macht doch Freude. So ein Qualifying ist doch mal richtig was Cooles. Der Puls der Fahrer, das kann ich euch versprechen, auch wenn die nur, in Anführungsstrichen, nur zu Hause in ihrer Kiste sitzen, in ihrem Playseat und weiß ich nicht, was sie da alles für Konstruktionen gebaut haben, der Puls geht wirklich richtig, richtig hoch. Also das ist nicht ohne, man ist total nervös, total angespannt und zu 110% konzentriert. Also, und ich befürchte mal, es reicht nicht, es reicht, nein, es reicht nicht. Es ist der Wahnsinn. Kevin Flitsch bleibt vorne, Stefan Hauenstein auf Platz 2 mit 66.000stel Rückstand hier auf Position 2. Leute, das ist doch mal grandios, oder? Da brauchen wir noch nicht mehr viel zu sagen. Das ist Motorsport, so wie man sich das wünscht. Ganz, ganz knapp, ganz closed. Ja, Wahnsinn. So. Normalerweise käme jetzt ein Warm-up, das wird auch gleich kommen. Normalerweise würden wir jetzt ein bisschen was über die Meisterschaft erzählen. Da die ja nur aber mal gerade anfängt, können wir da noch nichts erzählen. Also es ist halt so, ich staune wirklich, es gibt zwei, drei Namen, die kenne ich, habe ich alle schon mal gelesen.
die ich nicht direkt einer der beiden Rennserien der RSA oder des GT3 Cups zuordnen kann. Aber im Großen und Ganzen setzen sich diese 34 Fahrer, die jetzt hier, oder 33 sind es jetzt aktive, die jetzt hier am Server sind, die hier dieses Rennen fahren wollen, doch mehr oder weniger aus den beiden Ligen zusammen. Und mich freut's total. Jens ist hier damals zu mir gekommen, ob ich das broadcasten kann. Dann hat er mir beim GT3 Cup geholfen bei der Moderation. Und jetzt hat er aufgrund meiner, ja, desolaten zeitlichen Situation, Zeitsituation, den GT3 Cup mit zur RSA geholt. Aber der Erfolg der RSA hat sich schon in den letzten 2 Jahren, konnte man das stetig verfolgen, wie sich das verbesserte. Also wirklich großartig. Wie er vorhin sagte, vor 3, 4 Jahren sind sie mit 3 Autos, haben sie eine Meisterschaft beendet. Ich kann mich entsinnen, vor 2 Jahren sind wir hier mit 10, 12 Autos im Schnitt gefahren. Die letzte beiden Saisons, also Sommer- und Wintersaison, Winter- und Sommersaison, waren so im Schnitt um die 20, auch mal 25, und ich glaube, wir hatten auch einmal 28 Autos zum Saisonstart. Ich würde mal schätzen, dass wir hier die Saison so im Schnitt mit 25 bis 30 Autos fahren. Das wäre ein super Erfolg, das wäre super klasse, und ja, wenn es denn noch mehr wären, umso schöner. So, genau, 6 Minuten 45, was auch immer das jetzt für eine Zeit ist. Nein, jetzt wird hier nochmal, ah, da ist es, 5 Minuten, genau. Das war, ich glaube, noch eine Restzeit, die da eben lief. 5 Minuten haben wir jetzt hier Zeit für ein Warm-up. Ich würde mich in dieser Zeit mal ganz kurz verabschieden. Ich habe so lange nicht moderiert, dass ich diese ganzen, ja, Presets, die man da so hat, normalerweise vor so einer Moderation, irgendwo verlegt habe und jetzt das irgendwie händisch alles erledigen muss. Ja, also bitte nehmt es mir nicht übel. Ihr werdet mal jetzt 1, 2 Minuten allein gelassen. Bis gleich. So, ich habe jetzt nicht genau auf die Uhr geguckt, wie lange ich jetzt wirklich weg war. Vielleicht waren es gar keine 2 Minuten, die angedroht wurden. Ja, gucken wir mal. Ja, so, Warm-up. Race Day Speed Association. Heute Saisonauftakt. Also dieser Oktober ist wirklich ein hammerharter Monat. Heute Saison auf der Takt in der Race Day Speed Association. Nächsten Dienstag erstes offizielles Training auf SimRacing.org zur International GT3 Endurance Team Multileague und Team Championship. Und eine Woche später dann GTR 24 Stunden von Le Mans live aus Kolding in Dänemark vom LAN-Event. Man muss das immer wieder betonen, weil wir machen das hier alles online übers Internet. Die fahren das dort im LAN und zwar sowas von professionell. Das ist so unglaublich, was da abgeht. Und auch da, wie auch hier im
ich sag mal, im kleinen, in Anführungsstrichen, in der RSA oder im Online-Bereich in der RSA, wo das Broadcasting vielleicht doch einen großen Anteil daran oder einen deutlichen Anteil daran hatte, dass die Serie so populär wurde, dass die tollen Regeln ja in die Sim-Racing-Community getragen wurden. So ist es auch dort in Dänemark gelaufen. Vor 3 Jahren, wo ich das erste Mal dort war, sind wir mit, ich glaube, 12 Teams oder so gefahren. Letztes Jahr waren es 17 oder 18 und dieses Jahr ist der Laden voll, 32 Teams. Und das Team mit dem weitesten Anreiseweg kommt aus den USA. Das muss man sich überlegen, was das kostet, was die Jungs für dieses Hobby investieren. Die kommen mit 4 Leuten über den Teich geflogen, wenn nicht sogar noch 5, wenn es nicht vielleicht sogar 5 sind. Ihr ganzes Equipment, Playseats, also diese Sitze mit Gestell, Monitore, PCs, das bringen die alles mit. Das muss man sich mal reintun. Also unglaublich. Und ich bin einer der wenigen, außer den anderen Teilnehmern dort, die wissen, dass sich das lohnt. Dass das ein so unglaubliches Erlebnis ist, was man dort hat, wenn man da teilnimmt. Vor allem als Team, als Fahrer. Das, ja, also kann ich nur jedem empfehlen. Schaltet ein. Wir werden, Simrace TV wird die volle Distanz übertragen, die vollen 24 Stunden mit Vorberichterstattung, mit hinterher mit Siegerehrung und mit allem, was dazu gehört. So wie ihr das aus den letzten Jahren gewohnt seid. Es wird jede Menge Hintergrundinformationen geben, jede Menge Interviews mit den ganzen Teams, die wirklich dieses Jahr wirklich international sind. Im ersten Jahr, wo ich da war, waren es irgendwie 11 Teams aus Dänemark und eins aus Deutschland. Auch letztes Jahr habe ich kein Team außerhalb von Deutschland und Dänemark dort gesehen. Und dieses Jahr kommen die aus England, aus den Niederlanden, aus Belgien, aus Deutschland logischerweise, also und aus den USA. Ich glaube auch Großbritannien hatte ich eben gesagt, weiß ich nicht. Also auch da kommen Teams her. Es ist der Hammer, was da abgeht. Leute, ich freue mich dermaßen, dass ich so ein bisschen Anteil daran haben durfte, dass dieses wirklich fantastische Event dort zu so einem Erfolg geführt wird. Das ist wirklich großartig. Allerdings natürlich die Hauptarbeit machen die Jungs da oben. Die sind da richtig, richtig pfiffig mit Technik, mit wirklich hervorragender Netzwerktechnik, mit jeder Menge Tools für MoTeC, für was weiß auch immer. Da sitzen Teams, die haben teilweise 8 Monitore aufgebaut auf den Kommandoständen, wo die von ihrem Fahrzeug irgendwelche Parameter überwachen. Also das muss man wirklich gesehen haben. Schaltet ein am 26., am 27., nee, Moment, jetzt muss ich selber gucken. Irgendwie verwechsel ich das immer mit diesem Datum. Genau, vom 26. zum 27. Wir werden am 25. Abend vielleicht schon ein paar Bilder auf Facebook veröffentlichen und am 26. dann natürlich schon von Vormittag an immer wieder Videos laden und Teamvorstellungen, Interviews und derweil und dergleichen. Also das wird sehr, sehr spannend. So, irgendwie sind jetzt noch ein paar Fahrzeuge auf der Strecke. Gucken wir mal. Genau, Jens Erner hier in seinem SLS. Schön zu sehen, dass dieses Auto jetzt auch siegfähig ist. Das war es in der alten Modifikation nicht. Attention grid, will all non-essential personnel leave the grid now. Gut, also hier ist jetzt erstmal Dunkeltuten, würde ich meinen. So, hier unten laufen nochmal die Quali-Zeiten durch, allerdings jetzt natürlich nur die der ersten 5. So, und hier stehen die Herrschaften schon in der Startaufstellung. Ist es nicht ein schönes Bild? Ist es nicht ein schönes Bild? Oh, Leute, was ist denn jetzt wieder faul? Sehe, die Sessions werden durchgeschaltet und jetzt fliegen hier auch wieder Autos. Das ist bei der Geschwindigkeit, wie geschaltet wird, auch kein Wunder. Der Server hat gar keine Zeit, die jeweils aktuelle Session zu synchronisieren und dann wird es auch immer wieder Probleme geben.
So, wir sind wieder im Warm-up. Das würde bedeuten, dass jetzt die Startaufstellung final eingestellt wird. Und das kann unter Umständen ein bisschen dauern. Ich wollte Jens vorhin noch sagen, speicher dir das Quali 2 ab. Das erste Quali ab. So, versuchen wir mal so ein bisschen ein paar Autos zu zeigen hier. Ja, ich glaube von vorne ist es etwas schöner. Ah, okay. Ja, der Patrick müsste mal sein Ü da noch wegnehmen aus dem Namen, dann würde er also als UE schreiben. Hier der Robert, der Michael Betz. Michael Pröscher ist mit dabei. Ja, wunderbar. Ulrich Windmöller, den habe ich doch vorhin auch nicht gesehen. Oder habe ich? Markus van Holt, der war dabei, definitiv. Michael Pregartner. Felix Appelt. Ja, sehr schön. M&M Auto. So. Jetzt wollen wir hoffen, dass es jetzt stimmt. Kevin Flitsch, hier haben wir ihn. Den Polsetter. Ja, das sieht jetzt gut aus. Ja, es ist natürlich jetzt schon arg spät. Wir haben jetzt schon eine knappe Stunde nur fürs Qualifying gebraucht, jetzt bis zum ersten Rennen. So, und der Rennabend gestaltet sich natürlich wie immer. 20 Minuten Sprint. Jetzt gibt es erstmal eine Formation Lap. Das ist nicht der Rennstart. Die Herrschaften fahren sich jetzt erstmal die Autos warm, insbesondere die Reifen und Bremsen. Da kommt der Pulk. Also noch sind die hier schön gesittet unterwegs. Bisschen der ein oder andere versucht durch Schlangenlinie fahren, seine Reifen auf Temperatur zu bekommen. Leider ist es bei so einem großen Fahrerfeld ziemlich sinnlos, weil zumindest für die Vorderen, weil die stehen dann so lange, bis der Letzte dann in der Startaufstellung steht, dass die Reifen dann wieder kalt sind. So, Stefan Hauenstein. Also, es ist ganz schwer. Der Stefan hat in der letzten Saison, in der Sommersaison, nicht so wahnsinnig viel trainiert, wurde mir gesagt. Also, hat er auch nicht so viel Zeit teilzunehmen, ist aber einer der schnellsten hier, definitiv, sonst stünde er jetzt auch nicht bei so einem großen Fahrerfeld auf Position 2. Und ich meine, im ersten Quali ist er ja sogar auf Pole gefahren. Kevin Flitsch mit einem fantastischen zweiten Qualifying im Top 5 Qualifying, die besten Nerven, hat sich hier die Pole geholt. So.
Wollen wir mal hoffen, dass keiner zu übermotiviert ist jetzt am Start. Vor allem die erste schnelle rechts hier ist nicht ganz ungefährlich. Aber es ist nun mal einfach auf jeder Rennstrecke so, irgendwann kommt die erste Kurve. Und egal, ob sie direkt nach dem Start kommt, wie in Spa, die Lazors, oder und dann ganz eng geht, oder ja, wie hier oder in Barcelona, die erste Kurve rechts sehr schnell zu fahren ist, das ist alles, ja, so. Da haben wir's. Alle Mann stehen am Pulk, die Ampeln sind an und in diesem Augenblick geht's los. Und Kevin Flitsch erwischt einen guten Start. Und genau das meinte ich. Genau das meinte ich. Hier geht's rund und jetzt wird's gleich die erste Gelbphase geben. Weil die Herrschaften hier einfach am Start zu optimistisch waren. Genau, das ist jetzt kein Rennstart. Die Strecke ist gelb. Patrick Garber hat das Auto schon abgestellt. Das war das Fahrzeug, ich glaube ein Porsche, der da eben gleich ab von der Strecke verschwand. Das ist natürlich nicht ganz wie in der Realität. Hier drückt man einfach Escape und zack ist das Auto weg. So, und Lebnikov ist scheinbar vorbei an Flitsch. Das heißt, der bleibt jetzt auch erstmal vorne. Es wird jetzt in Kürze einen fliegenden Start geben. Oder ist das schon passiert? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil das in der Mitte sich noch ziemlich weit auseinanderzieht. Oh, das sieht aber schon sehr nach Rennspeed aus hier. Ja, der beschleunigt da vorne voll. Also das ist jetzt hier irgendwo auf den letzten Metern hat es den Restart gegeben. Upsala. Und da geht's schön weit raus. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich jetzt hier hinschalten soll, Leute. Das ist jetzt ein bisschen ja, unspektakulär. Es ist zu spektakulär, um hier genau irgendwie außer Häuschen zu geraten. Weil es ist völlig egal, wo man hier hingeht. Hier ist jetzt überall was los. Und zwar am losesten ist es zwischen Stefan Hauenstein und Kevin Flitsch. Eigentlich hätte ich jetzt damit gerechnet, dass Kevin Flitsch ganz schnell wieder in Richtung Lebnikov vorfährt, aber der hat einen so guten Start erwischt, dass er gleich mal 3, 4, 5 Zehntel dazwischen legen kann. Und Hauenstein ist hier dran. Er ist richtig dran. Und versucht jetzt irgendwie an dem Flitsch vorbeizukommen. Der bleibt aber ganz cool, fährt ideal hier. Was nicht unbedingt zu erwarten war, bei diesem Manövern gegen einen Stefan Hauenstein darf man auch schon mal Kampflinie fahren. Kostet allerdings natürlich Zeit und er will sich ja auch nach vorne orientieren. Das, was die beiden jetzt machen, ist für den Führenden das natürlich das Beste, was passieren kann. Also der hat jetzt alle Zeit der Welt, saubere Runden zu fahren und sich von diesem Dreierpack hier abzusetzen. Dennis Erner mischt da auch noch mit. Naja, und ich sag mal, Christian Rückert hat auf alle Fälle Edgar Ostermann kassiert. Also Ostermann, einen Platz verloren, aber wir kennen den Edgar, das ist ein alter Stratege. Im Klassement. Rückert auf 5, Ostermann auf 6, Volkert auf 7, Purkott 8, Schmidt 9, Krüger 10, auf der 11, Kreuzer, Matt auf der 12, Baskenis auf der 13, Erner 14, Troscher 15, Farnold 16, 17 für Smoll, 18, Friedrichsthaler, Engelhardt auf der 19, Bachem 20, Windmüller 21, Stanzus auf 22, Bregartner 23, Karrer auf 24, Betz 25, 26, Hartleib 27, Appelt 28, Dunkel, Borkowski auf 29, 30, Bauernhofer 31, Minwegen, Schmidt, Gab und Gabe sind raus. So, und jetzt ist hier gerade mal richtig... Ah, was macht der denn da? Boah. Ja, das war natürlich jetzt super optimistisch von Herrn Hauenstein und kostet ihn jetzt auch einen Platz. Ja, mein Gott.
So ist es, wenn man nicht abwarten kann. Weil es ist ein Sprintrennen. Da hat man nicht so wahnsinnig viel Zeit abzuwarten. Da muss man auch mal was riskieren. Das hat er getan. Es ist halt in die Hose gegangen. Erna, Lepnikov, also erst Lepnikov, dann Erna, schnellste Rennrunde 202.526. So, und gucken wir mal zu Herrn Rückert. Den habe ich ja schon sowas von lange nicht mehr gesehen in einem Rennen. Ich staune ja, dass es überhaupt noch kann. Ich staune auch so ein bisschen über die Fahrzeugmarke, die er herfährt. So, und er hat Ostermann auf alle Fälle im Griff. Also es ist eine knappe Sekunde zwischen den beiden Abstand. Also alles im grünen Bereich. Gucken wir mal weiter. Hier haben wir Edgar Ostermann. Und Danny Volkert und Jens Burkhardt. Im Fight. Aber ich fürchte... Ich fürchte nicht, alles ist gut. Auf der 16. Hier geht's auch mal richtig rund. Bald haben wir hier einen Gentleman's Cup. Dann ist es nur gut, dass ich das schon mal geübt habe in der letzten Saison im GT3 Cup. Auch an die Jungs zu denken. Upsala! Und da ging's ab. Da ging's ab. Für Micha Tröscher im Z4. Der hat's hier irgendwie... Ja, ich hoffe mal nicht, dass es der Splitter war, dass es nur irgendein Anbauteil war, aber nee, Splitter scheint noch dran zu sein. Nee, es war die Heckschürze, genau, der Diffuser, den hat's hier. Das ist nicht so dramatisch. Aber es scheint doch mehr irgendwas in Richtung Front gewesen zu sein, was da abgefallen ist. Weil Abtrieb hat er definitiv keinen mehr, wie man sieht. Verliert natürlich jetzt massig Plätze, ist jetzt schon nur noch 23. So, Dennis Erna, nochmal schnellste Rennrunde. Wir gehen mal zu Kevin Flitsch. Weil der ist so ein bisschen im Sandwich. Kommt zwar etwas ran an Lepnikov. Aber Flitsch ist dran auf 8 Zehntel. Und noch dichter dran ist Dennis Erna an Kevin Flitsch. Nämlich mit einer halben Sekunde, mit 5 Zehnteln. Ja, und dahinter, der Herr Hauenstein, lässt sich da auch nicht lumpen. Christian Rückert hat dann zwar 1,5 Sekunden Rückstand. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn er jetzt ein bisschen Luft hat von Ostermann, da muss er ja nur auch erstmal vorbei. Das wird ihn wahrscheinlich diese, oder wird diese Lücke verursacht haben. Dann wird auch der da vielleicht noch in den verbleibenden 12,5 Minuten noch ein Wörtchen mitreden können. Sind wir mal gespannt. Das ist die Heckkamera von Dennis Erna, wenn ich mich nicht täusche. Nee, von Kevin Flitsch. Schön, von Müllerwesen. Genau. Ich hoffe nicht, dass das irgendetwas mit dem Fernsehersteller zu tun hat. So, jetzt gibt es den Angriff, aber ein bisschen sehr optimistisch, vor allem hier in dieser Kurve. Das ist, glaube ich, mehr psychologisch oder mehr Psychologie. Mal so ein bisschen im Rückspiegel zeigen, den Gegner nervös machen. So, wie sieht es denn weiter hinten aus? Jens Erna. Aber es ist schwierig, was soll ich jetzt tun? Hier geht es wirklich um die Spitze. Zumindest ums Podest. Was mich sehr freut, ist, dass Lepnikov da vorne echt den Laden im Griff hat. So, jetzt außen. Der Versuch außenrum. Dürfte ziemlich daneben, also
keinen Erfolg haben. Daneben gehen ist was anderes. Ja, die fahren wirklich wie mit der Abschleppstange verbunden. Okay, jetzt wird sie etwas zum Guten bogen, die Stange. Ja, aber wo will man hier überholen? Es muss in den Anbremszonen erfolgen. Anders hat er keine Chance hier in diesen schnellen S's. Keine Chance, irgendwas zu überholen, nichts zu machen. Versucht das hier, fliegen sie im günstigsten Fall, berühren sie sich. Und einer fliegt ab, aber kann auch gut passieren, dass beide abfliegen. Und weder das eine noch das andere will man. Stefan Hauenstein hat übrigens mittlerweile die schnellste Rennrunde mit 2:02.314. So, wetten, wenn ich jetzt hier wegschalte, dass dann irgendwann das Überholmanöver passiert. So, Rückert und Ostermann. Ostermann kommt so langsam in die Gänge. Das wird spannend. Das wird sehr, sehr spannend, weil der Edgar, erstmal ist es seine Home League hier. Auf der anderen Seite ist er in diesen Autos echt schnell. Wirklich schnell. Wenn nicht überhaupt einer der Schnellsten. Und er fackelt nicht. So, das muss man Ösi hin und her, er fackelt nicht. Er ist weder langsam noch zurückhaltend. Und der Charme, den bemerkt man auch nur im Teamspeak. Mit Sicherheit nicht auf der Rennstrecke. Also ich rede von dem sprichwörtlich österreichischen Charme. So, Jens Burkhardt hängt hier immer noch hinter Danny Volkert fest. Das haben wir auch schon mal anders gesehen. So, und die nächste Paarung hier, Tom Krüger und Alex Kreuzer. Jetzt muss ich allerdings auch sagen, der Tom Krüger war in den Qualifyings doch deutlich weiter vorne. Der wird alles andere als zufrieden sein. Und die nächste Paarung, Kai Matt und Martin Schmid. Jetzt muss man dann sagen, Kai Matt hat ja so ein Achtungszeichen gesetzt in der Sommersaison. War fast nicht zu schlagen. Das hat sich scheinbar wieder normalisiert. Also wir waren alle total überrascht von seiner Performance. Jetzt ist er eigentlich wieder da, wo man ihn so kennt. Jens Erner auf der 13, auf der 14, Jan Baskenis. Wir haben noch 7 Minuten, deswegen machen wir da jetzt gar nicht. Vorne sieht noch alles aus wie vorher. Lepnikov vor Flitsch, Erner, Hauenstein, Rückert, Ostermann und Volkert. Und Burkhardt, das sind die Top 8. So, Dominik Smoll auf der 15. Kämpft hier wie ein Löwe. Aber es hilft nicht. Ah ja, gut, vielleicht hilft schon was. Aber Jan Baskenis hat sich verbessert. Dem Dominik muss auch was passiert sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich meine, der war auch weiter vorne im Qualifying. Den hat es hier wohl irgendwo ausgehebelt. Markus Farnhold hier auf der 16. Auf der 17 haben wir Jürgen Engelhardt. Der ist gut nach vorne gekommen. Ich meine, der war in den mittleren 20ern platziert. Ulrich Wind. Müller auf der 18, auf der 19 haben wir Holger Stanchus. Micha Bregartner hier auf der 20, auf der 21 Fred Donke, auf der 22 Dieter Karrer, auf der 23 Patrick Flüglisthaler, auf der 24 Micha Betz. Alles Positionskämpfe. Das sind alles Positionskämpfe und Rückert ist vorbei an Ostermann und wir waren nicht dabei. Das ist aber noch nicht gegessen hier. Das ist noch nicht gegessen. Das heißt, Rückert war ja die ganze Zeit vorne. Ostermann muss irgendwo eine Lücke gefunden haben, muss kurzzeitig vorne gewesen sein. Aber Rückert hat sich die Position wieder zurückgeholt. Aber das ist hier super, super spannend. Und durch diesen Fight sind natürlich auch Volkert und Burkhardt rangefahren. Ja, was will man mehr? Es ist... Hammer, hammer hart.
Rückert, ein alter Fuchs. Ostermann, ein alter Fuchs. Das sind hier alte Füchse. Da können wir bald Mäntel von machen. Aber momentan sind die noch richtig flott unterwegs. Also nicht so einfach zu erwischen. Und guckt euch das an, der Ostermann macht richtig Druck. Der haut hier dem Rückert wirklich fast noch den Diffuser vom Auto. Da es sich Jens immer nicht nehmen lässt, selbst aus der besten Physik noch irgendeinen Einheitsbrei zu stricken, was natürlich auch Spaß macht dann für die Fahrer, weil alle das gleiche Material haben. Ursprünglich hat die Modifikation unterschiedliche Physik. Oh, palla, jetzt hat er fast noch eine mitgekriegt hier von... Ist das jetzt schon... Nee, ist Volkert. Oh ja. Ah, Mann, Herr Ostermann. Wir versuchen mal ins Replay zu gehen, was da passiert ist. Oh, er ist hier ein bisschen heavy über den Körper gekommen. Ja, upsala. Hat er jetzt eine vom Hintermann mitgekriegt? So nicht wirklich zu sehen. Aber nee, der kommt hier schon quer. Da ist der Hintermann eigentlich noch ein ganzes Stück weg. Das sieht mir fast eher so aus, als ob er den Vordermann angestupst hätte. Ganz seltsames. Ganz seltsam. Vielleicht auch nur selber Fahrfehler gemacht. Wir gehen wieder live. Also Edgar erstmal raus aus der Nummer. Aber der ist mit Sicherheit in spätestens einer Runde wieder dran an den dreien. Also Ostermann jetzt 8. Purkot, 7. Volkert, 6. und Rückert 5. Allerdings auch 5 Sekunden weg von der Spitze. Und da gehen wir nämlich jetzt mal hin. Auf Platz 4, und das ist hier nach wie vor wie an der Schnur gezogen. Da hat sich nichts geändert. Lepnikov vorneweg mit einer halben Sekunde Vorsprung. Dann Kevin Flitsch, Dennis Erner und Stefan Hauenstein ebenfalls innerhalb einer halben Sekunde. Jetzt guckt euch das an hier. Jetzt guckt euch das an. Und der bleibt da voll drauf. Das wird nichts hier, Junge. Konzentrier dich auf deine Linie, dass du hier keine Fehler machst, nicht zu weit rauskommst. Saubere Linie fahren. Ah, das sind Profis. Wem erzähle ich das? Ich habe ja gar keine Ahnung davon. Ja, dieses Druckmachen führt auch unter Umständen dazu, dass man unerwartet bremsen muss an irgendeiner Stelle, wo man vielleicht ein bisschen zu tief reingefahren ist in die Kurve, muss man zu früh auf die Bremse und dann fehlen einem wieder ein paar Zehntel für die nächste Gerade. Also das muss man echt schauen. Ich möchte mich auch mal ganz lieb bedanken bei den ganzen Teams hier, die alle ganz doll da hinten Simulus TV aufs Auto gepappt haben. Das sieht man natürlich gerne. Es machen viele Rennserien, die hier bei Simulus TV broadcasten. Und egal was passiert, das kann ich euch hier auf die Hand versprechen. Egal, ob ich noch Ligen administriere oder nicht, Simulus TV wird weitergeführt werden von mir. Egal wie. Und wenn ich staatliche Hilfen dafür beantworten muss, das wird weiterlaufen. Und natürlich kostenlos für alle. Musste auch mal wieder gesagt werden. So. Gut. Nach wie vor nur 2 Fahrzeuge ausgefallen. Das ist nicht schlecht. Wir haben noch 1,5 Minuten. Ein bisschen aufpassen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo der Führende gerade ist. Also das ist dann die vorletzte Runde. In der nächsten Runde werden die Herrschaften, dann wird die Uhr runterlaufen. Aber das wird jetzt hier schon ganz schön knapp. Nee, Quatsch. Jetzt sind wir ja. Das war jetzt wirklich Startziel, genau. Jetzt guckt euch da vorne die Abstände an. Die ersten 4 innerhalb einer Sekunde. Und jetzt wird es richtig eng für Lepnikov, der wirklich von Anfang an geführt hat. Und das wäre natürlich jetzt echt ein Drama. Da hat jetzt tatsächlich Flitsch den Lepnikov berührt.
ist aber wohl wieder vorne. Oh Gott, ist das ein Wahnsinn, was die hier machen. Hauenstein auf 3. Flitsch jetzt Vierter. Aber das hat er sich ein bisschen selber zuzuschreiben. Die Zeit läuft jetzt runter. Es ist jetzt ungefähr noch eine halbe Runde zu fahren. Boah, die kommen hier nebeneinander raus auf die alte Startziel. Boah! Beide über den Körb. Oh, war ja Wahnsinn. Wahnsinn. Filipnikov könnte das jetzt der sichere Hafen geworden sein. Aber die beiden hier fighten definitiv noch um den dritten Platz. Und ich befürchte, so wie das hier läuft, wird sich gleich einer von den beiden ausdrehen. Wie der Federal hier das liegt. Aber Flitsch hat jetzt die besseren Karten, kann sich jetzt hier richtig ansaugen, geht nach außen. Ist in dem Fall gar nicht schlecht. Die muss zurückstecken. Muss zurückstecken. Keine Chance. Keine Chance. Hauenstein zieht das Ding hier durch. Bleibt auf Position 3. Ja, Wahnsinn. Und Lepnikov wird dieses Rennen gewinnen. Und zwar mit, ich will es gar nicht sagen, 93.000 Vorsprung vor Dennis Erna. Ich glaube, das habe ich noch nicht erlebt. Das habe ich 93.000, vielleicht in der Formel 1 irgendwann mal, aber mit Sicherheit nicht im Tourenwagensport. Herzlichen Glückwunsch an Mark Lepnikov. Meines Wissens sein erster Sieg hier. Granatenriesiges Rennen. Und jetzt im zweiten Lauf, der ungefähr in 10 Minuten, Viertelstunde spätestens beginnen wird. Also normalerweise sind es nur 5 Minuten, die machen jetzt ein Warm-up dazwischen. Aber meistens ist da nochmal Startaufstellung nochmal ändern. Es gibt jetzt auch wieder eine geänderte Startaufstellung. Sprich, die Herrschaften werden jetzt meines Wissens von Platz 10 her umgestellt. Das heißt, der 10-Platzierte, und das wäre in dem Fall Martin Schmidt, wird von Pol starten. Hinter ihm dann Alex Kreuzer, auf der 3 Edgar Ostermann, 4 Jens Burkhardt, 5 Danny Volkert, 6 Christian Rückert, 7 Kevin Flitsch, 8 Stefan Hauenstein, 9 Dennis Erna und Mark Lepnikov dann von Platz 10. Alle anderen bleiben in ihrer Reihenfolge, die verlese ich auch gleich. Die Platzierung, also keine Sorge, die vergessen wir nicht. Ich lese schon wieder vor meinem inneren Auge die Posts im Forum. Ja, so wenig von hinten, von der Mitte gezeigt. Leute, es geht einfach nicht bei so einem Fahrerfeld. Wenn man hier nicht zu zweit ist, man kann sich immer nur auf eine Situation einschießen. Wir haben einmal, sind wir so durchs ganze Feld durch, da haben wir dann aber auch gesehen, dass das überall Zweikämpfe waren. Es ist einfach nicht möglich und letztendlich überträgt man ein Rennen, um die Schnellsten zu zeigen. Das ist nun mal einfach so. Und es tut mir sehr, sehr leid, wenn wir hier tatsächlich so eine Gentleman-Cup-Wertung haben, wie wir das im GT3-Cup hatten, dann wird das sicherlich auch anders. Aber im Moment ist es wirklich unglaublich schwer, da irgendetwas zu tun. Also, nicht böse sein, wenn ich zu wenig nach hinten geswitcht bin. Es war einfach zu spannend vorne. Und wenn es vorne spannend ist, müssen die weiter hinten fahren, leider etwas zurückstecken. Ist völlig normal. Okay, so, kommen wir zum Ergebnis dieses Rennens. Das dürfte relativ offiziell sein. Mark Lepnikov gewinnt, ich bin nochmal ganz vorsichtig mit der Äußerung, sein erstes Rennen hier in der Race Day Speed Association. Dennis Erna auf Platz 2, Stefan Hauenstein auf der 3, Platz 4 für Upsala. Ja, jetzt habe ich natürlich jetzt super, großartig. So, irgendwo erkenne ich diesen Screenshot, stand nur vorher mal was anders drüber. Ja. So. Genau, Kevin Flitsch, 4. 5. Christian Rückert, Platz 6. Danny Volkert, 7. Jens Burkhardt, 8. Edgar Ostermann. Diesen Fehlerchen, was da war, hat er sich nicht wiederholen können.
Alex Kreuzer auf der 9, Martin Schmidt 10, 11, Tom Krüger 12, Jens Erner 13, Kai Matt, Jan Baskenis auf der 14, Markus Farnold auf der 15, Dominik Small auf der 16, 17, Jürgen Engelhardt 18, Ulrich Windmöller 19, Micha Bregartner 20, Fred Donke 21, Holger Stanschus 22, Patrick Flüglichsthaler 23, Micha Betz 24, Günther Karrer 25, Felix Appelt 26, Micha Dröscher, Arne Bachem auf der 27, Stefan Hartleib auf der 28, Platz 29 für Lars Borkowski, Robert Bauernhofer auf der 30, Ralf Minwegen 31 und ausgeschieden sind Harry Schmidt und Patrick Garbe. So. Meine Herren, wir machen ein kurzes Päuschen. Ich bin mal eben eine Minute weg und ihr könnt euch darauf verlassen, in circa 5 bis 10 Minuten geht es hier weiter. Also bis gleich und gehabt euch wohl. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Also es sind wohl bei dem größeren Fahrerfeld hier einige dabei, die mit ihren Internetverbindungen da Probleme haben. Ich darf euch ganz getrost sagen, die Probleme liegen ganz allein bei euch. Da kann keiner was dafür. Also schmeißt die Mutti aus der vom Notebook, macht da ein Passwort rein oder sonst irgendwas, dass da keiner rumsurft, weil genau das ist der Grund. Ihr könnt 200 Mbit oder 200 Trilliarden Mbit haben, nützt nichts, wenn irgendwo noch einer rumsurft und euch für den Moment die Spitzen klaut und dann warpst. Also, ne? Kümmert euch drum, Kinder. Ha. So. Tja, was ist jetzt hier? Ja, gucken wir mal. Also nochmal zusammengefasst, hammerharter erster Lauf. Im zweiten Lauf werden jetzt die Startaufstellung umgestellt. Und zwar die Top 10 des ersten Laufs starten in umgekehrter Reihenfolge. Das würde bedeuten, Martin Schmid steht auf Pol.
Er tut mir ein bisschen leid, muss ich ehrlich sagen. Alex Kreuzer mit ihm in der ersten Startreihe, zweite Startreihe dann für Edgar Ostermann auf der 3 und Jens Burkhardt auf Position 4. Dritte Startreihe dann mit Danny Volkert und Christian Rückert. Danny Volkert auf der 5 und auf der 6 der Christian. Kevin Flitsch, Stefan Auenstein, vierte Startreihe und fünfte Startreihe Dennis Erner und Marc Lipnikow. Der steht dann auf Position 10, der Marc. So, und das müssen wir ja mal ganz klar sagen, wie der Marc auch immer das gemacht hat, der hat sich gegen die Elite dieser Liga durchgesetzt. Der hat es verstanden, wenn auch immer nur auf einen relativ knappen Abstand, aber so viel Abstand zwischen sich und den Verfolger zu legen, dass er ohne Kampflinie oder ohne größere Probleme dieses Rennen auf Position 1 nach Hause fahren konnte. Jetzt steht er auf 10. So, jetzt wollen wir mal gucken, was hinten bei rauskommt. Ob nochmal ein Podest rauskommt oder Top 5 oder ob er vielleicht völlig daneben liegt oder völlig ablust und dann irgendwie durch einen Unfall ausscheidet oder ganz nach hinten durchgereicht wird. Wir werden es erleben. Ich kann ihn noch nicht einschätzen. Ich kenne ihn noch nicht lang genug. Ich habe ihn schon mal fahren sehen. Ich weiß aber nicht genau, ob das hier war oder irgendwo anders. Auf alle Fälle hat er hier mal eine Visitenkarte hinterlegt. Die sollte man sich vor jedem Rennen einmal wenigstens angeschaut haben. 100 Pro. Der Junge hat echt Aufmerksamkeit verdient. Schauen wir mal, wie ihm das über die Saison gelingt und ob er, auch wenn es mal nicht so gut läuft, den Mumm in den Knochen hat, hier bis zu Ende durchzufahren. So, Dennis Erner auf der 2. Alter Haudegen hier in der Liga, immer gut für einen Sieg, zumindest für einen Podest. Ich weiß nicht, ich glaube, ja, nee, na, in jedem nur nicht, aber zumindest an jedem Renntag, also besteht ja aus zwei Rennen, hatten wir ihn mehr oder weniger immer im Interview. Also, ich glaube, ein, zwei Mal musste man echt nachfragen, was denn passiert ist, dass er nicht im Interview war. Und genauso Stefan Auenstein, relativ jung, aber schon zwei Saisons hier gefahren. Ich glaube, in der vorletzten oder in der letzten Wintersaison hier in die Liga gekommen. Und die Sommersaison zumindest zu großen Teilen mitgefahren. Richtig schnell, der Junge. Kevin Flitsch, brauchen wir nicht so viel sagen. Meister der letzten Saison, der Sommersaison. Christian Rückert, einer der Top-Leute aus der GT3-Liga, auf Platz 5 hier heute ins Ziel gekommen. Danny Volkert, auch ein alter RSAler. Also auch da und immer schnell, definitiv. Genauso wie Jens Burkhardt, der ist, ich sag mal, auch schnell. Ist vielleicht nicht ganz, kann nicht ganz an die Top-Leute anschließen. Also so vielleicht auf 2-3 Zehntel und hat halt durch ja etwas... Naja, durch die Erfahrung des Alters. Nein, keine Ahnung. Also er ist einfach, lässt es einfach ein bisschen ruhiger angehen und ist dadurch deutlich konstanter. Genauso wie Edgar Ostermann. Super schnell, aber auch immer wieder ein paar Fehlerchen drin. Zumindest kennen wir ihn so aus den letzten Saisons. Und irgendwann packt es ihn aber und dann trainiert er auch. Und ich kann mich an Rennen entsinnen, da hat er wirklich das Sprintrennen als Trainingsrennen oder als Training benutzt, um überhaupt erstmal ein Gefühl für die Strecke oder fürs Auto zu kriegen. Und hat dann im zweiten Rennen zugeschlagen. Und zwar sowas von brutal, dass die anderen null Chancen hatten. Null. Also er braucht nicht viel Training, aber er muss halt ein bisschen trainieren, muss er halt. Ja, Alex Kreuzer kann ich noch nicht so wahnsinnig viel zu sagen, genauso wie zu Martin Schmid. Tom Krüger kennt man natürlich gut. Freut mich, dass er hier zumindest so um die Top 10 dabei ist. Also im Training war er sogar noch deutlich weiter vorne. Jens Erner brauchen wir auch nicht viel zu sagen. Bruder von Dennis Erner und immer so etwas der langsame Bruder. Ich vergleiche die beiden immer so mit unseren Herzigs aus dem GT3 Cup. Da gibt es auch einen super schnellen und einen, naja, der auch so ungefähr, ja, um die Top 10, zwischen Top 10 und Top 15 so in der Gegend fährt. Kai Matt auf der 13, Jan Baskenes 14, Markus Farnold 15. Ich sehe hier aber immer noch kein Warm-up und ich muss ganz ehrlich sagen, das wird mir jetzt ein bisschen lang hier, das Ganze.
So, jetzt ist hier irgendwas passiert. Vielleicht kann ich mir jetzt die Nachricht sparen. Ich verstehe es jetzt gerade nicht. Ja, ich sag mal, wenn halt viele Probleme haben, dann muss man auch mal irgendwann sagen, Jungs, dann müssen wir das hier irgendwie jetzt. Ich meine, es ist schwer, es ist wirklich eine schwere Entscheidung, aber ich hoffe mal, dass das jetzt hier funktioniert. Ich meine, es ist jetzt irgendwie 9:45 Uhr. Wir haben noch mal 40 Minuten Rennen. Das wird irgendwie 11:30 Uhr, bevor wir hier irgendwie durch sind. Das ist so nicht geplant. Nee. Oh, Leute. Leute, Leute, Leute. So, ja, super. Hoff mal, dass ich jetzt hier das. So weit hin habe, dass es hier wirklich auch funktioniert. Jetzt kriege ich hier Daten. Sieht jedenfalls so aus. Zumindest sagt er mir, ich wäre connected und ich sehe auch Fahrzeuge auf der Strecke. Also, wollen wir mal schauen, ob wir auch eins angewählt bekommen. Das klappt dann nämlich eben nicht. So, wunderbar. Da haben wir nämlich den Micha Betz. Den Simsim Pro Betz. Genau. So, was haben wir jetzt? 40 Minuten stehen jetzt nochmal an und zwar mit Boxenstopp. So richtig. Ne? Also 40 Minuten Silverstone. Erinnert euch an die ersten 20, die wir jetzt schon gesehen haben. Und ja, da ging es mir ja mal richtig zur Sache. Und jetzt wollen wir mal hoffen, dass wir hier nochmal richtig, richtig tolle Action sehen. Ich meine, ich glaube, diese vier jetzt hier aus dem ersten Lauf, das hätte man einfach laufen lassen können. Hätte gesagt, fahrt an die Box, holt euch noch ein bisschen Sprit für nochmal 20 Minuten und dann fahren wir das gleich zu Ende. Die hätte nichts getrennt. Ich glaube, die hätten auch keine
keine Stunde oder was weiß ich, wie viel Zeit auch immer, hätten die viel getrennt. Es sei denn, irgendeiner hätte sein Auto zerlegt. Aber ansonsten, hammerharte Action, was die hier geboten haben im ersten Lauf, hätte ich so nicht geglaubt, dass das möglich sein wird. Genau. Ach, Mann, ey. So, jetzt habe ich gerade gesehen, ich muss hier noch holen. Ich habe was holen, ich habe 30 Sekunden noch Zeit, bin sofort wieder da. Ich lebe noch, alles. So, ich sehe, wir sind noch im Warm-up, wir sind schon wieder im Warm-up. Also ganz ehrlich, ich kriege geschrieben 60 Sekunden. So. Ja gut, also das wird mir jetzt hier wirklich zu spät. Und das jetzt hier nochmal durchläuft. Da fährt jetzt tatsächlich auch noch einer raus. Ja, gut. Jo, naja, ist nicht zu ändern. Ich habe hier vollstes Verständnis für Probleme. Ich kenne sie ja selber gut genug, aber es ist halt für mich unheimlich schwer, jetzt so lange zu sitzen abends.
Das, tut. Ja, was soll ich sagen? Okay, ich muss ja hier irgendwie entertainen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen down, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Gucken hier, wie viele Leute hier überhaupt zuschauen. Schreibt mal alle hier, damit wir. Müssen wir mal einmal durchzählen, bitte. Der ganz links beginnt mit 1. Ja. Tja, was soll ich sagen? Das ist natürlich jetzt schwierig. Aus irgendwelchen Gründen sehe ich hier keine Anzahl von Zuschauern. Warum nicht? So, jetzt scheint es hier endlich loszugehen. Gucken wir mal. Das klappt. Da sind sie, Leute. Und sogar die Startaufstellung ist richtig. Was heißt sogar? Das hat ja immer geklappt hier. Martin Schmidt steht vor Alex Kreuzer, Jens Burkhardt auf der 3, Wolfgang. Nee, das stimmt nicht. So, aber irgendwie ist man dann doch willens, das Rennen so zu starten. Wo kommt jetzt Wolfgang Meisel her? Das Rest könnte sogar stimmen. Ja, einzig Wolfgang Meisel steht da irgendwie drin rum. Genau, da haben wir ihn. Der Lokalpatriot aus der Alpenregion. Und da war er auch schon entschwunden, glaube ich. Also dann haben wir kein Auto. Nee, der verliert jetzt gerade die Verbindung. So sieht das aus. Und dann sollte das. Das stimmt immer noch nicht ganz. Einer fehlt uns da. Ja, jetzt ist er raus. Und es sind jetzt auch nur noch 9 und nur in Anführungsstrichen. Ja, wohlgemerkt, 29 Fahrzeuge. Ich versuch's nochmal mit einer Startaufstellung jetzt. Also Martin Schmidt und Alex Kreuzer in der Startreihe 1. Reihe 2 mit Purkott und Meisel. Reihe 3 mit Rückert und Flitsch. Reihe 4 mit Hauenstein und Erna. Reihe 5 mit Lebnikow und Krüger. In der sechsten Startreihe Erna und Matt. Siebte Startreihe Baskienitz und Fahrnhold. Achte Startreihe Dominik Smoll und Jürgen Engelhardt, Windmüller und Pregartner in der 9. Startreihe, 10. Reihe für Flüglistaler und Betz. Dann auf der 21 Karrer, auf der 22 Appel, Tröscher auf der 23 Hartleib, auf der 24 Borkowski, auf der 25, auf der 26 Bauernhofer, Minwegen auf der 27, Ketzer auf der 28, Edgar Ostermann, der fehlt nämlich davon drin, auf der 30. Ich denke mal, der wird nach vorne fahren dürfen. Nee, darf der nicht. Warum nicht? Vielleicht fährt er auch erst in der Startaufstellung daran, weil es vielleicht jetzt hier durch den ganzen Pulk durch zu gefährlich würde. Aber der müsste meines Wissens noch vor Jens Burkhardt. Ja, jetzt. Nee, er bleibt hinten. Er bleibt hinten. Wir gucken nochmal auf die erste Position. Der schneeweiße Aston Martin.
So, ab jetzt 40 Minuten. Denk mal, der Rennstart wird so spätestens 22:35 erfolgen, wenn jetzt bei euch es auch 22:33 ist. Bis jetzt hier alle stehen. Naja, 34 vielleicht wird's, egal. Also 40 Minuten später sind wir fertig. Das ist dann 23:12 Uhr oder sowas. Bisschen Siegerehrung noch hinten dran. Also 23:30 Uhr sind wir durch mit dem Thema. So, und ab geht's. Und Schmidt kommt eigentlich relativ gut weg, aber richtig gut weggekommen ist Jens Burkhardt. Und diesmal klappt der Start hier auch ganz gut. Upsala, ja, von wegen. Von wegen. Von dem Wegen. Wow, 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 wow. Wen hat's da jetzt erwischt? Eieiei. Großes Durcheinander. Kevin Flitsch ist 12. Eieiei. Aber das sieht mir noch nach Rennspeed aus hier. Oh ja, das ist Rennspeed. So. Was auch immer da jetzt passiert ist am Start. Es war zu viel Gewusel, sonst hätte ich mir das gerne im Replay nochmal angeschaut. Das wäre, könnte man sogar jetzt noch tun. Aber das war zu viel Gewusel. Also da möchte ich jetzt gar nicht. Da verpassen wir zu viel hier vielleicht von der Strecke. Jens Burkhardt ist jedenfalls dran an Martin Schmidt. Danny Volkert, Wolfgang Meisel ist jetzt doch wieder da. Wo kommt denn der jetzt wieder her? Nee, das ist Stefan Hauenstein. Also hier stimmt jetzt irgendwie etwas überhaupt gar nicht. Ich versuche mal nochmal neu zu connecten. In der Hoffnung, dass wir hier vernünftige Ergebnisse bekommen. Also Wolfgang Meisel ist hier. Jetzt stimmt's. Ja, jetzt haben wir ein richtiges Timing. Upsala, und da gibt's eine Berührung. Hauenstein gegen Volkert. Und da kommen die Qualwolken. Oh, von den stehenden Rädern. Es ist sensationell. Das, was wir im ersten Lauf gesehen haben, so Michael Bregartner ist scheinbar raus, beziehungsweise hat die Verbindung verloren, aber Martin Schmidt führt noch. Mich sollte es freuen, also mich würde es riesig freuen, wenn der da, ich sag mal, vorne unter die Top 5 fahren würde. Allein mir fehlt der Glaube. Jens Burkhardt hat jetzt ein bisschen Rückstand auf Schmidt. Volkert ist beschäftigt mit Hauenstein, mit Rückert, mit Erna und mit Kai Matt, der auch mal wieder mit da vorne mit rumfährt. Das ist schön zu sehen. Dann kann ich vielleicht das revidieren, was ich vorhin übrigens gesagt habe, dass das eine Ausnahme war letzte Saison. Also wenn er hier wieder gut mitfahren kann, mich würde es sehr, sehr freuen. Ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse. Also ja. So, Kevin Flitsch auf der 9, der ist dann wieder ein Stück nach vorne gekommen. Tom Krüger auf der 10. Platz 11 für Jan Vaskenis auf der 12. Markus Farnold. Die beiden fighten hier auch mal gerade richtig schön. Ulrich Windmöller, der zweite Mann vom Simson Pro Team. Lednikov auf die 14 zurückgefallen. Das ist das, was ich vorhin meinte. Platz 15, Edgar Ostermann. Der musste tatsächlich von hinten starten. Hat aber fast 15, nee, hat ziemlich genau 15 Plätze gut gemacht. Micha Tröscher auf der 16. Stefan Hartleib auf der 17. Auf der 18, Dominik Small auf der 19. Alex Kreuzer auf der 20, Ralf Minwing. Ja, den hat es auch mörderisch erwischt, den Alex. Der ist von der zweiten Position gestartet. Kevin Flitsch fährt die schnellste Rennrunde und hier sehen wir einen schönen Quersteher. Ja, mein Gott.
Was will man dazu sagen? Das war Ralf Minwegen. Ralf Minwegen auf Abwägen. Lars Borkowski auf der 22, auf der 23 Günter Karrer. Hin hat sich so ein bisschen auseinandergezogen. Jürgen Engel hat auf der 24, auf der 25 Oliver Ketzer, auf der 26 Felix Appelt, auf der 27 Fred Donke, auf der 28 Robert Bauernhofer und auf der 29 der Patrick Flüglisthaler ausgeschieden. Das war's. So, jetzt sind wir wieder vorne und hier jetzt kommen wir genau recht, weil jetzt Jens Burkhardt hier versucht, die Spitze zu übernehmen. Die ersten Führungskilometer für Martin Schmidt. Keep cool, Junge. Keep cool. Keine großen Experimente. Lass dich nicht verrückt machen von dem Burkhardt da hinten. Wie auch immer man es da versucht. Er lässt ihm sogar noch ein Stückchen die Tür auf. Ob das jetzt Absicht war oder nicht, spielt keine Rolle. Aber für Burkhardt hat es nicht gereicht. So, leichter Quersteher, aber auch bei Burkhardt nicht alles sauber in dieser Kopfkombination. Ja, und jetzt werden wir mal schauen, was er jetzt treibt. Ob es jetzt klappt, gut, hier in der nächsten rechts, das wird ganz sicher nichts. Stefan Auenstein fährt unterdessen die schnellste Rennrunde mit 202.515. Ja, und Martin Schmidt macht hier seine Sache echt gut. Also das muss man ihm lassen. Fährt hier völlig unbeeindruckt, ob dieses ganzen elitären Fahrerkreis da hinter ihm. Ganz cool seine Rennen hier. Dreht seine Runden. Ja, und währenddessen hat Jens Burkhardt hier richtig Spaß und zwar mittlerweile von oder durch oder mit Stefan Auenstein. Ja, und diese ganze Truppe hier vorne ist natürlich ein hammerharter Fight. Also das muss man ganz klar sagen. Ein kleiner Fehler von egal wem aus der Gruppe und er ist hinten dran. Triffst den letzten der Gruppe, ist er halt weiter weg. Danny Volkert auf der 4, auf der 5 Christian Rückert, auf der 6 Dennis Erler, auf der 7 Kevin Flitsch. Also wirklich das Who is Who dieser Liga. Jens Erler auf der 8. Alle Achtung, Kai Matt auf der 9. Auf der 10 Jan Baskenes ist eben immer noch mit Markus Farnold hier am Kämpfen. Vorne hat sich bisher nicht viel getan. Ostermann hat sich vorgekrümmt bis auf die 13. Das ist vielleicht auch ziemlich spannend zu sehen. Vielleicht sollten wir da mal hingehen. Ja, er hat noch ein Stück des Weges. Bis hin zu Lauf 1 Sieger. Der Sieger des ersten Laufs, Mark Lipnikov. So, und jetzt tut sich hier vorne aber ganz gewaltig was. Jetzt habe ich irgendwas verpasst. Und das gucken wir uns jetzt nochmal an. Hier haben wir noch Martin Schmidt vorne. Der ist auch noch vorne. Das war... Ach, okay. Nee, ist alles gut. Ist alles beim Alten.
keinerlei Verschiebung. Das war scheinbar nur eine Fehlinformation, die hier ans Scoring übermittelt wurde. Und guckt euch den Schmidt an. Der Purkott macht Druck ohne Ende, der Hauenstein dahinter, ebenso auf Purkott. Und der Schmidt fährt da vorne ganz locker, flockig seine Runden. Ich meine aber, ich habe jetzt gerade irgendwas gesehen, dass das Auto ein bisschen quer gestanden hat. Aber auch Purkott räubert da mörderisch über die Curbs, verliert dadurch natürlich Geschwindigkeit. Und so wie es aussieht, hat Hauenstein ihm das nachgemacht und somit verlor der auch Geschwindigkeit und eigentlich hat sich gar nichts geändert. 10 Sekunden Dauersappeln für nichts. Guckt euch das an. Guckt euch das an, was hier gerade abgeht. Meine Güte, das müsste der Kevin sein. Das ist Kevin Flitsch. Genau, Dennis Erner ist vorbei an Stefan Hauenstein. Es ist schön zu sehen, dass Leute wie auch Hauenstein auch mal hier jetzt in so einem engen Fight auch nochmal überholt werden und sich auch überholen lassen, ohne jetzt, dass es da Karambolagen, ja keine Ahnung, Berührung gibt. Na, Berührung gibt es immer mal, aber keine Berührung mit Folgen. Das Fantastische ist ja, es sieht alles aus wie ein Spiel. Es ist kein Spiel. Und da sitzen hier überall erwachsene Männer drin. Also vielleicht auch noch ein paar jugendliche Männer, aber auch alte Männer, wie zum Beispiel der Jens. Genau. Und das ist schon ein geiles Hobby, das muss ich mal ganz klar sagen. Das ist schon richtiger Motorsport. Green Racing. Keiner kommt zu Schaden. Die Umwelt wird nicht verpestet. Okay, mit der ein bisschen Stromerzeugung für die PCs. Davon sehen wir mal ab. Tja, was soll ich euch erzählen? Ihr seht, was hier gerade abgeht. So, Martin Schmidt mal wieder macht ein bisschen Bäumchenwechsel dich mit Jens Purkott. Also der versucht es immer mal wieder. Aber guckt euch den Schmidt an, der bleibt ganz cool auf der Ideallinie. Das weiße Auto eben vorne. Wir zeigen das mal noch ein bisschen. Macht sich hier so breit, wie es irgendwie geht. Was auch normal ist, wenn man auf der Ideallinie bleibt. Und Purkott muss jedes Mal schauen, dass er hier sich nicht verbremst oder sonst dergleichen Dinge. Er wäre derjenige, der die Schuld daran trägt. Und es wäre mehr als schade. Und da würde sich der Jens auch sehr, sehr über sich selbst ärgern, wenn er jetzt dem Martin da irgendwie einen Stupser gibt und der da den irgendwie abseits der Strecke befördert. Es ist etwas aufgeräumter. Auch im Verfolgerfeld ist es jetzt nicht so wahnsinnig eng. Also hier vorne sind wirklich die Cracks. Einzig ist Markus Fahnholt. Der macht nach wie vor noch Druck auf Jan Baskenis. Also die beiden werden auch mit Sicherheit ihren Spaß haben heute Abend. Aber wir gehen mal wieder vor zur Spitze. Mir leid, Jungs, also jetzt hätte ich wohl die Zeit, hinten ein bisschen was zu zeigen, auch wenn das hier, aber die fahren ja wie an der Schnur gezogen. Außerdem haben wir ja noch keine Boxenstopps gehabt und das ist alles noch verdammt eng und man kann noch gar nichts sagen, von daher wäre wohl die Zeit, aber es ist nicht so wahnsinnig viel los, aber wir können mal ein bisschen was erzählen. Ihr passt mal ein bisschen auf, falls es hier ein Überholmanöver gibt, sagt er mir das mal eben. Ich guck mal jetzt nur auf Scoring, obwohl dann sehe ich das ja eigentlich auch. Martin Schmidt führt. Unschwer zu erkennen in diesem weißen Aston Martin, unlackiert, frisch aus der Fabrik, vor Jens Purkott. Das ist auch schon von Beginn an so.
Dennis Erner auf der 3, Stefan Hauenstein Platz 4, Platz 5 für Kevin Flitsch, Danny Volkert auf der 6, Christian Rückert 7, Jens Erner auf der 8. Was ist denn Christian passiert? War der nicht schon mal Fünfter? Jens Erner auf der 8, sagte ich bereits. Kai Matt auf der 9, Jan Baskenis 10., Markus Farnhold 11, 12, Tom Krüger 13, Dominik Smoll, Edgar Ostermann auf der 14, Marc Lepnik auf der 15, Stefan Hartleib auf der 16, Ulrich Windmöller auf der 17, Micha Betz auf der 18, Günter Karrer auf der 19, Fred Donke auf der 20, Jürgen Engelhardt auf der 21, Ralf Minwegen auf der 22, Micha Dröscher auf der 23, 24, Lars Borkowski, 25, Oliver Ketzer auf der 26, Roman Bauernhofer. Und ausgefallen sind Felix Abdelt, Alex Kreuzer und Patrick Flüglisthaler. Ja, was soll man da sagen? Hier ist Druck angesagt. Jetzt guckt euch das an, was der Schmidt da macht. Ich hätte nie... Ja, und Fehler. Und Fehler von Purkott. Und Hauenstein ist erstmal vorbei. Und so wie es aussieht, verliert Purkott jetzt vielleicht sogar noch einen Platz. Momentan ist er auf der besseren Linie, genau, bremst auch später und bleibt jetzt vor Erner, aber ja, das sah mir nach einem kleinen Fahrfehler von Jens Purkott aus und das kostet ihn ja auch mal schlapp den zweiten Platz im Moment und ich sag mal, gegen einen Stefan Hauenstein sich den zurückzuholen, halte ich für sehr, sehr schwierig, nicht unmöglich, das hat er drauf, der Jens, aber es wird ein hartes Stück Arbeit. Dennis Erner versucht jetzt hier alles, um irgendwie wieder an den Purkott vorbeizukommen. Kevin Flitsch auf der 5. Oh! Wer war das denn jetzt hier? Wer ist denn da eben abgeflogen? War das eine Überrundung? Nee, Micha Betz ist in der Box. Nee, er kommt in die Box. Nee, der kommt schon wieder raus. Ach, was für ein Pfiffi. Guck dir das an. Kurz vor Halbzeit. Micha Betz eröffnet den Reigen der Boxenstopps. So, und Martin Schmidt hat mittlerweile 2 Sekunden Vorsprung aufgrund dieses ganzen Trubels. Jens Purkott ist aber wieder Zweiter. Hat sich tatsächlich... Oh, das war Stefan Hauenstein, den es da zerhaut hat. Ja, wie auch immer. Das, so weit komme ich jetzt natürlich nicht zurück. Der ist da irgendwo quer in die Botanik gegangen. Tja, was soll man sagen? Also, wir fahren hier. Der Chris hat mir da das ist auch nochmal geschrieben. Danke dafür. Vielleicht kriegst du auch noch raus, was da passiert ist. So.
So, damit haben wir jetzt die Reihenfolge. Martin Schmidt, Dennis Erner. Jetzt ist auch noch der Jens Turkott weg. Habe ich jetzt da irgendwas verpasst? Oder spinne ich jetzt einfach nur mein Timing? Erner ist Zweiter. Mitch, Volkert, Hauenstein, Rückert, Erner, Matt, Vaskinis. Ja. Entschuldigung. Herr Burkhardt? Ah, auf der Elf ist er. Kriegen wir das hier noch irgendwo raus, was da passiert ist? Nee, nicht so wirklich. Das würde jetzt zu weit zurückgehen. Ah, der war an der Box. Der war an der Box. Ja, Leute, Leute, Leute. Das ist doch mal eine Ansage. So, da hat er natürlich jetzt so ein bisschen, da jetzt hier vor diesem Pulk fährt, das Glück. Dass er jetzt erstmal ein paar freie Runden hat. So, jetzt wird es aber langsam voll in der Box. Da sind doch jetzt etliche. Also machen wir uns da jetzt mal gar keine Gedanken drüber. Weil Martin Schmidt war auch drin. Oder ist drin. Kommt jetzt hier auf... Nee, das ist Jan Vaskinis, was? Nee, kann nicht sein. Genau. Martin Schmidt kommt auf Position 7 wieder ins Rennen. Und hat auch einigermaßen freie Fahrt. So, jetzt können wir eigentlich nur warten, bis die Boxenstopps erledigt sind. Das kann unter Umständen jetzt auch noch 10 Minuten dauern. Wir haben jetzt noch 17 Dreiviertel Minuten Restzeit. Und wir haben schon Rennen gehabt, wo wirklich die letzten so 8 bis 9 Minuten vor Schluss erst in die Box kamen. Und erst dann konnte man einigermaßen sicher sagen, wie das Rennen ausgehen wird. Wer hier seine Reifen gut im Zaum hält, ja, jetzt macht der Martin hier Druck. Ah, okay, braucht er gar nicht, weil sein Kontrahent geht dann jetzt auch in die Box. So, Stefan Hauenstein, den wollen wir dann auch mal zeigen, wenn er denn schon führt. Das würde bedeuten, dass hier irgendetwas passiert ist, wo der Martin Schmidt jetzt sein... Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass alle in der Box waren. Hauenstein kann noch nicht in der Box gewesen sein. Da steht auch noch eine Null hinter ihm. Oder doch, oder ja. Was ist denn da jetzt Rückstand? Hey, ist das mein Team? Nee, mir wird hier ein Abstand von 17 Sekunden angezeigt. Also das kann nicht sein, dass er beim Boxenstopp so viel Zeit gut gemacht hat. Auf den Martin Schmidt. Auch der Mark Lepnikov, der jetzt auf 6 fährt, war noch nicht in der Box. Genauso wenig wie Stefan Hartleib und Günther Karrer.
und Fred Dunke und Lars Borkowski. Ralf Minwegen ist derzeit in der Box. Da kommt er auch schon wieder raus. Auf Position 24. Eieiei, der Martin muss einen Fehler gemacht haben. Jetzt ist natürlich die Frage, kommt er hier vorbei? Also das waren eben 17 Sekunden, jetzt waren es über 20, die er jetzt auf einmal Rückstand hatte. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob er hier, Hauenstein fährt dann auch mal eben die schnellste Rennrunde. Es kann gut sein, dass das damit zusammenhing, dass er hier... So, jetzt die Frage, was ist mit Hauenstein? Kann er... Ja, Martin Schmidt geht vorbei. Und Hauenstein ist noch nicht draußen, kommt jetzt hier raus und verliert auch noch den Platz an Jens Burkhardt. Ganz, ganz, ganz eng. Und eigentlich haben wir die Truppenteile wieder beieinander, weil Dennis Erner ist hier auch noch gut im Fight mit Marc Lebnikov. Nur der Marc muss halt noch in die Box. Aber was ist mit Christian Rückert? Danny Volkert, Jens Erner, Christian Rückert auf der 9. Da hat er wohl irgendwie beim Boxenstopp irgendwas verwachst. So, jetzt wird's spannend. Also, der Martin hat... Was habe ich denn eben gesagt? Jens Burkhardt, das war der Kevin Flitsch. Wo der Kevin Flitsch? Der ist da noch durchgeflitscht, geflutscht. Stefan Hauenstein auf der 3. Jens Burkhardt auf der 4. Zwar hart attackiert von Dennis Erner. Ich glaube, die beiden, die haben sich auch schon so lange lieb, wie sie hier zusammen in der Liga fahren. Also schon einige Jahre. Immer wieder gern genommen, diese Zweikämpfe der beiden. Mal irre. So, Cockpit. Cockpit. Lebnikov fährt die schnellste Rennrunde. Ja, das ist nicht zu fassen. Aber in die Box muss er trotzdem noch. Oder war er jetzt drin? Nee, der ist jetzt drin. Ah, okay, dann ist das wohl so, wenn man in die Box fährt, hat man nochmal einen kleinen Zeitvorteil, weil wir haben auch vorhin gesehen, dass bei Stefan Hauenstein bei der Zufahrt in die Box die schnellste Rennrunde angezeigt wurde und dann doch ein bisschen kürzer bis zur Ziellinie. Ich habe jetzt bin jetzt aber echt mal davon. Oh, Burkhardt muss hier voll Kampflinie gehen. Erner versucht sogar außenrum in dieser Passage hier Zufahrt auf die alte Startziele. Hier möglichst viel Schwung rauszunehmen. Quatsch, Erner. Auch Burkhardt ist da gut durchgekommen. Und der Rückstand ist zu groß. Der Abstand. Es reicht nicht für Windschatten.
So, gucken wir mal zum Jan Baskinis. Da ist es, nee, das ist dann doch nicht so eng, wie ich das eben dachte. Dann ist das hier definitiv noch das spannendste Duell. Vorne Kevin Flitsch hat 3 Sekunden Rückstand auf Martin Schmidt. Schwankt immer so zwischen 2 und 2,5 und 3. Und Stefan Auenstein ist auf 2, 3 Zehntel, 4 Zehntel dran an Kevin Flitsch. Also auch da ist es ähnlich eng wie die beiden hier. Tja, und auch Hauenstein versucht alles. Aber Silverstone ist nun mal ein Highspeed-Kurs. Und man hat eigentlich nur am Ende der Hangar Straight wirklich die Möglichkeit, sich vernünftig daneben zu setzen. Aber scheinbar ist bei den Autos hier an der Physik irgendwas geändert worden. Also mit Windschatten habe ich hier noch nicht so wahnsinnig viel gesehen, dass der funktionieren würde. Wobei ich auch nicht glaube, dass Jens so tief in die Physik eingegriffen hat, aber meines Wissens hat die Mod einen sehr, sehr realistischen Windschatten, ein sehr, sehr realistisches Windschattenverhalten. Und wenn die beiden noch so ein bisschen weitermachen, dann kommt auch der Danny Volkert hier nochmal ran, an die zwei. Jens Erner auf Platz 7. Super gute Platzierung für den Jens in diesem Fahrerfeld und Christian Rückert auf der 8. So sieht es hier 8 Minuten vor Schluss aus, 8,5 Minuten vor Ende. Meinen, dass das so mehr oder weniger gezogen wird, weil egal welche Linie gewählt wird, letztendlich irgendwann der Abstand bleibt immer gleich. Aber jetzt war das Anfahren hier dieser Kombination nicht so wahnsinnig glücklich. Upsala, ja gut, das war natürlich noch unglücklicher, aber hat jetzt nicht tatsächlich Zeit gekostet. Ja, was soll er machen, der arme Stefan? Upsala, Fehler! Uiuiui. Das war ein schöner Cut. Der hat aber eher Zeit gekostet, als er gebracht hat. Kevin Flitsch auf der 2, Stefan Hauenstein auf der 3. Also. So, und dann haben wir hier Jens Purkott. Die haben wir die ganze Zeit jetzt beobachtet. Und Dennis Erner. Also Dennis macht hier richtig Druck. Ich würde mal wagen zu... Oh, pf, ganz optimistisch. Und da gibt's auch den Stupser. Meine Güte. Jetzt wird er langsam ungeduldig, der Dennis. Habe ich da eben ein Auto draußen gesehen? Oder war das ein Graphic Bug? Keine Ahnung. Was auch immer es war. Es war ein Feature. Ja, und auch Hauenstein kommt hier nicht so wirklich in die Gänge.
Tja, so, die letzten 5 Minuten. Der Patrick Flüglichsthaler ist raus, der Alex Kreuzer ist raus, der Felix Appelt ist raus, der Robert Bauernhofer ist raus und der letzte verbliebene aktive Fahrer ist der Lars Borkowski. Ralf Minwegen auf der 24, Oliver Ketzer auf der 23. Günther Kara auf der 22, einen wunderschön lackierten Porsche hier. Mensch, habe ich noch gar nicht gesehen, das Auto. Also sieht ja ganz, ganz toll aus, selbst in meinem Pixelfenster hier. Jürgen Engelhardt, wie gewohnt, gelb. Fred Donke auf der Position 20, Platz 19, Stefan Hartleib. 18, Micha Dröscher. 17, Ulrich Windmöller. 16, Tom Krüger. Im harten Fight hier mit Micha Betz und Jan Baskenis. Auf der 13 Dominik Smoll, auf der 12 Markus Farnold, auf der 11 der Marc Lebnikov, Kai Matt auf der 10, auf der 9 Edgar Ostermann, der hat sich hier bitter und Stück für Stück wieder nach vorne gebissen, vom letzten Platz aus, auf Platz 9. Christian Rückert auf der 8, Jens Erner auf der 7. Ja, und dann geht's hier rund. Das ist hier tatsächlich das Sehenswerteste, weil Danny Volkert ist jetzt dran an Dennis Erner und Jens Purkert. Das ist so die alte Speerspitze der Race Day Speed Association. So, Stefan Hauenstein auf der 3. Und hier vorne ist es jetzt dann doch so weit, dass Kevin Flitsch dran ist an dem bisher führenden Martin Schmidt. Da hat es wohl ein paar Überrundungen gegeben. So, wenn der Schmidt aber jetzt genauso cool ist wie vorhin mit Purkott, dann wird das hier ein hartes Stück Arbeit für Kevin Flitsch. Der Kevin ist vielleicht der schnellere Fahrer, aber wir müssen abwarten, was hier jetzt geht. Er gibt schon sehr, sehr frühzeitig Lichthupe. Genau. Zweimal Aston Martin, zwei verschiedene Teams. Logischerweise auch zwei verschiedene Fahrer. So, und da wird auch fair Platz gemacht, also das funktioniert ganz hervorragend. Und der Martin hat es wieder im Griff. Vielleicht ist er ein bisschen aufgehalten worden bei den Überrundungen. Kann man jetzt schlecht sagen im Nachhinein. Aber cooler Job. Echt ein geiler Job, was der Junge hier macht. Paar Meter irgendwie freie Fahren und schon hat er den Flitsch wieder im Griff. Ich glaube nicht, dass er ihm wirklich wegfährt, aber es sind noch 13 Sekunden, das heißt, das ist definitiv die letzte Runde. Die Zeit läuft jetzt in diesen Augenblicken ab, und zwar genau jetzt.
So, dann gehen wir mal einfach auf den Erstplatzierten. Halbe Runde noch. Und jetzt wird's spannend. Jetzt wird's wirklich spannend. Kann jetzt Kevin Fritsch nochmal kontern? Es ist jetzt die Passage, wo es möglich wäre, nach den SS hier. Aber guckt euch den Schmidt an, der fährt hier ganz cool, aber Fritsch ist dran. Fritsch ist dran und hat den Topspeed, oben hier außen vorbeizugehen, oder hat er nicht? Nee, hat er nicht. Hat er nicht, reicht nicht aus. Und Schmidt macht auch die Linie zu, bleibt ganz gnadenlos auf der Ideallinie. Fritsch muss sogar kurzzeitig von der, ja, die Strecke verlassen. Also war jetzt nichts Dramatisches, aber völlig legitim. Er war nach wie vor nach vorne und wir sagen herzlichen Glückwunsch an Martin Schmidt. Das ist doch mal ein Ergebnis. So, jetzt geht Fritsch außenrum vorbei. Das hätte er aber ein bisschen eher machen müssen. So. Dann haben wir auf Platz 3 den Stefan Hauenstein. Auf der 4 den Jens Purkott. Auf der 5 den Dennis Erner. Danny Volkert auf der 6. Auf der 7 Christian Rückert. Unten da drehen die da ihre. Sehr schön. Edgar Ostermann wird 9. 10. Kai Matt, 11. Marc Lepnikov. Markus Farnold auf der 12. Platz 13 für Dominik Small. Auf der 14 Jan Baskenis, Micha Betz auf der 15. 16 Tom Krüger, 17 Ulrich Windmöller kommt jetzt hier gerade über Start und Ziel. 18 Micha Dröscher, 19 Fred Donke, 20 Jürgen Engelhardt. Ja, der hat es mittlerweile auch geschafft, oder? Nee, noch nicht ganz. Jetzt hat er es geschafft. So, dann haben wir noch den Stefan Hartleib hier im SLS im Grün-Weißen, der jetzt hier auch über Startziel kommt und jetzt auch erstmal tief durchatmet und dann den wunderschönen Porsche hier. Wer ist das jetzt? Das ist der Günther Karrer, genau. Und dann haben wir nämlich noch Ralf Inwegen, der steht hier und ausgeschieden. Nee, nicht ausgeschieden. Da haben wir den Oliver Ketzer und den Lars Borkowski auf 24 und 25. Und dann kommen erst die Ausgefallenen, nämlich Robert Bauernhofer, Felix Appelt, Alex Kreuzer und Patrick Flüglisthaler. Und der Flüglisthaler ist schon in der ersten Runde ausgeschieden. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Genau, ja, Alex Kreuzer in Runde 2, Felix Appelt in Runde 4, Bauernhofer in Runde 8. Danach ist keiner mehr ausgefallen in insgesamt 20 Runden. Also, sehr, sehr schönes Ergebnis. Und ja gut, das zweite Rennen war schön. Das war schönes Rennen, hat Spaß gemacht zuzuschauen. Aber ganz ehrlich, das erste Rennen war der Brüller. Entgegengesetzt der Tradition. So, und jetzt sehe ich hier, wie die Herrschaften hier so langsam reinkommen. Wer darker ist, weiß ich leider nicht. Ich hoffe, Stefan Hauenstein. Ah, okay. Dann sei doch mal. Ja, gut. Okay, dann wirst du nicht interviewt. Genau. Wozu auch? Nein, nein, alles gut. Alles gut. Was? Jens. Mein kleiner Affenarsch. Ja. Kannst du erstmal. Vielen Dank für deine Geduld. Ja, gut. Ich war hart an der Grenze, muss ich ehrlich sagen. Also, ich auch. Zeit mir die, ja, glaube ich, dir aufs Wort, habe ich dann auch gesagt. Ich habe tiefstes Verständnis eigentlich dafür, gerade wenn man erstmalig mit so einer Situation konfrontiert ist. Das ist halt wirklich anstrengend. Wenn dann die kleinste Kleinigkeit schief geht, dann ist man eher geneigt, noch mehr Fehler zu machen als beim zweiten Mal richtig. Nichtsdestotrotz, das war schon ganz schön hart. Wahrscheinlich für alle Beteiligten. Natürlich für die auf der Strecke noch viel härter als für mich hier. Nichtsdestotrotz ist es für mich ganz hart, lieber Jens. Ich würde dich bitten, die ersten drei jetzt erstmal zu nehmen, dir zu nehmen. Und wenn es dir irgendwie möglich ist, weil ich muss hier mal
Also, ich muss hier mal weg. Ganz kurz. Okay. Ich habe nur ganz ehrlich nicht die geringste Ahnung mehr, wie dieses Rennen ausgegangen ist. Ich weiß nur, dass der Sieger sich oben noch im Channel rumtreibt. Vielleicht kann den mal eben jemand runterholen. Ja, ich hole ihn. Ich hole ihn. Ich hole ihn. Okay, wer ist noch denn nochmal Dritter geworden? Hilf mir mal. Das war ich. Okay, der nicht interviewt wird, bei dem mit dafür steht. Ja, falscher Teamspeak-Server, ne? Ja, und Stein. Ah, ja, Glückwunsch. Von deinem Speed her, P3, eigentlich nicht das, was du erwartet hast, oder? Ja, doch. Also, ich wusste, dass ich im Rennen mit den Reifen nicht hinkomme. Und das hat im Qualifying war ich schnell, aber im Rennen gehen mir die Reifen kaputt. Also, da muss ich noch viel am Setup machen, um das hinzukriegen. Okay, ich habe es nur im zweiten Rennen gesehen, da bist du einmal irgendwie vor mir abgebogen, um dann hinter mir zu sein und nach dem Stopp wieder vor mir, da müssen wir mal in Ruhe drüber reden. Aber ansonsten, ja. Denke ich mal, war das ein ganz, trotzdem klar, ordentlich Punkte gemacht in beiden Rennen, könnte schlechter losgehen, oder? Ja, das stimmt, ja. Ist ja erst der Anfang, geht ja erst los. Okay, zweiter, ich würde mal vermuten, so ohne es noch zu wissen, Kevin? Dennis! Ja, an dich hatte ich irgendwie gut viele Erinnerungen nach diesem Rennen hier. Ach nee, echt? Ja, ihr beiden irgendwie auf 2 und 3, ihr habt die Hotlap-Liste angeführt und seid, glaube ich, von einem Überraschungsfahrer dann geschlagen worden. Was sind so deine Eindrücke? Ja, der Start ja war recht gut und ich glaube, dann war ich sofort hinter dem Mark und hinter dem Kevin und wer war da noch bei? Ach ja, der... Hautschein, Stefan. Und irgendwie haben sie sich dann, ich glaube, in der vorletzten Runde gegenseitig rausgekegelt oder irgendwie so. Und dann war ich, ja, glaube ich, mit 88.000stel hinter dem Mark über Ziel gefahren. Also Bombenrennen. Da ging über 20 Minuten in so einem Viererpulk immer hin und her. Auch fair. Der ein oder andere Ditcher ist halt schon mal dabei, aber wir fahren halt GT. Ja, schön. Also zumindest ist es ja nicht in irgendwelchen Abflügen geendet, dann kann man da, glaube ich, mit leben. Ja, Marc, was soll ich sagen? Sonst habe ich immer nur deine Ergebnisse gelesen. Jetzt bist du das erste Mal hier mit einem GT unterwegs. Und was machst du? Du gewinnst. Unglaublich, oder? Ja, das war schon echt crazy. Also der Start war nachher letzten Endes der Schlüssel zum Erfolg. Da konnte ich Kevin und ich weiß nicht, wer vorne rechts stand, ausbeschleunigen und konnte mich dann sauber absetzen. Hatte dann in der dritten Runde einen kleinen Fehler, der hat mich echt Zeit gekostet. Und da waren sie wieder auf einmal dran und ab dann hieß es einfach nur à la Formel 1 ganz, ganz sauber ins Ziel fahren. Ja, Respekt, ist dir gelungen. Ne? Wie ist das so, mit so vielen Leuten auf der Strecke zu sein? Ich kenne das ja noch aus anderen Ligen und was mir hier ein bisschen zu schaffen macht, ist, in der Formel 1 sind Berührungen tödlich und hier sehen es wohl die ein oder anderen schon mal als Möglichkeit des schnellen Vorbeikommens, aber okay, muss ich mich drüber sehen. Das ist ja, nett das gesagt. Ja. Gut, Lutz, da bist du ja wieder. Ich kann dir also feierlich übergeben. Eigentlich hätte ich eine ganz hohe Stimme, weil das war eher... Ja, ist eher geplatzt als. Okay. Ja, gut, wir sind ja eigentlich unter uns. Gut, nichtsdestotrotz kommen wir mal zum zweiten Lauf und ich will den Jens auch. Ich kann es gut nachvollziehen, der hat sowas von dem Kanal voll heute, dass er noch einigermaßen gute Laune hat, ist seinem sonnigen Gemüt zuzuführen. Zuzusprechen, zuzuordnen, wie auch immer. Nichtsdestotrotz, sein sonniges Gemüt hat wahrscheinlich auch einen Dämpfer bekommen, wenn ich ihn jetzt einmal schon hier habe, wenn er jetzt schon so brav war und das Interview des ersten Rennens gemacht hat. Jens, was bitte war das für ein seltsamer Fehler, was du da produziert hast? War es jetzt einfach die falsche Strategie oder war es ein Fahrfehler? Ich habe es nicht mitbekommen. Was im zweiten genau? Lauf. Dass ich jetzt auf P4 gelandet bin, letztendlich. Ja. Ich weiß es nicht ganz genau. Der Martin da vorne hat mich irgendwie eine Menge graue Haare gekostet, weil ich eigentlich an vielen, vielen Stellen schneller war, bin aber nicht vorbeigekommen und habe dann relativ früh entschieden, okay, dann gehst du ein bisschen früher an die Box. Hatte auch noch relativ viel Sprit bei, musste also gar nicht so viel tanken und bin danach auch noch eine meiner schnellsten Runde gefahren und auf einmal waren irgendwie Leute, die vor mir abgeflogen sind, vor mir, der Martin hat mir irgendwie 4 Sekunden abgenommen, also die 4 Sekunden fehlen mir irgendwie und
Dann muss ich aber auch gestehen, mein Setup war extrem auf Topspeed ausgelegt und das haben mir die Reifen so nach 15 Minuten sehr deutlich zu verstehen gegeben. Okay. Die wollten nämlich bloß noch geradeaus fahren. Ja. Der Dennis kann da, glaube ich, ein Lied von singen. Dann ist mir auf der Startziellinie noch der Sprit ausgegangen. Mhm. Ich bin also mit 19.000 zum Vorsprung vom Dennis über die Ziellinie mit Motor ausgerollt. Also das war cool. Ja, okay. Ja, wunderbar. Also zumindest das, weil wir hatten ja im ersten Lauf, Entschuldigung, wenn ich da nochmal drauf zurückkomme, 93.000stel. Gut, brauchen wir jetzt nicht mehr viel zu sagen. Ich freue mich jedenfalls gigantisch, dass es für den Marc im ersten Lauf gereicht hat. Marc, konntest du schon ganz kurz was zum zweiten Lauf sagen, was da passiert ist? Oder habe ich es jetzt einfach nur nicht mitbekommen? Nee, ich habe zum zweiten Lauf noch gar nichts gesagt. Ich bin es mal gerade am Anschauen. Ich habe in der ersten, zweiten, in der dritten Kurve einen Fleck bekommen. Hatte Glück, dass ich so also parallel zur Fahrbahn gerutscht bin und konnte relativ wieder zurück, auf P14, glaube ich. Ja. Habe mich dann durchs Feld gewuselt. Das ging auch ganz gut. Bis ich dann an die Person geraten bin, die mich am Anfang abgeschossen hat. Und der hat mich dann wieder auf die Wiese gedrückt. Und okay, letzten Endes, glaube ich, bin ich Elfter geworden und Schadensbegrenzung. Genau, aber nichtsdestotrotz, die Freude des ersten Laufs wird es nicht schmälern, hoffe ich mal. Und ja, beim nächsten Mal geht es dann wieder nach vorne. Gut, kommen wir jetzt aber wirklich zum zweiten Lauf, mein lieber Stefan. Eigentlich müssten wir euch alle. Nee, erstmal müssen wir den Martin. Also, Martin, du bist noch nicht dran. Du kriegst jetzt erstmal nur ein Vorablob, weil so eine coole Sau habe ich selten gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was der Jens vorhin gesagt hat, er war streckenweise schneller. Der hätte 10 km/h schneller sein können, der wäre nicht vorbeigekommen, weil du einfach mal ganz gnadenlos auf deiner Linie geblieben bist. Das hast du auch bis zum Schluss dann auch gegen den Kevin durchgezogen. Grandios. Kommen wir gleich zu. Kommen wir erstmal zu Stefan. Stefan, das war ja wohl im ersten und im zweiten Lauf sowas von nervtötend mit dir da zuzuschauen, wie du wirklich gefightet hast wie ein Mann und so richtig, aber den, ich sag mal, das letzte Quäntchen Glück hattest du nicht, oder? Nee, also ich konnte auch nicht mit so laschen Flügeleinstellungen wie die anderen fahren. Da wäre ich auch mit dem Reifen nicht hingekommen und deshalb habe ich eben nur durch die Linie mithalten können, aber nicht auf der Geraden. Da haben die anderen dann bessere Karten gehabt. Ich kam in den Kurven, kam ich immer wieder dran. Eins, zweimal konnte ich da sogar überholen, aber ja, hat er nicht gelangt. Ich bin auch ziemlich schwer losgefahren. Mhm. Das war ja auch der Grund, warum ich dann nachher dann wieder nach vorne gekommen bin, obwohl ich mal zwischendurch auf dem Sechsten war. Ich bin dann in die Box, ich glaube, 2 Runden oder 3 Runden nach dem Jens Purkott. Ja. Yeah. Und musste halt dementsprechend weniger tanken und dann bin ich knapp vor ihm wieder rausgekommen, zwischen dem Kevin und ihm. Ja, genau. Darf ich mal kurz zwischengrätschen? Wie viel hast du denn getankt? Ich habe hingetankt zu 55. Also ich hatte noch 17 Liter drin, wie ich, oder 9 Liter drin, wie ich über Ziel kam und ich weiß aber nicht, wie viel ich jetzt noch drin hatte, als ich reinkam. Also ich bin mit paar 80 losgefahren oder so. Ja, nicht schlecht. Kevin, mein Lieber, insgesamt bist du zufrieden mit heute so? Ja, ich bin zufrieden dafür, dass ich erkältet bin und mich nicht wirklich wohlfühle. Ja, bin ich sehr zufrieden. Ich habe auch im zweiten Lauf dann auch nicht mehr alles Mögliche probiert. Ich wollte den zweiten Platz mehr sicher ins Ziel fahren. Und in der letzten Runde, da habe ich dann nochmal angegast. Ja, wollte ich gerade sagen. Also die letzten 2 Runden, die waren schon nochmal sehr strange. Ob es klappt, aber wenn halt kein Weg vorbeiführt, dann muss man halt auch mit dem zweiten Platz leben. Ja, also letztendlich war es dann vielleicht die klügere Entscheidung, weil es war teilweise schon sowas von eng, weil der Martin wirklich knallhart die Linie gehalten hat. Also, boah, das, ja, also da habe ich mehr als einmal den Atem anhalten müssen. Nichtsdestotrotz, Glückwunsch, Kevin. Natürlich auch nochmal Glückwunsch an Stefan, habe ich glaube gar nicht gesagt. Kommen wir zu Martin. Martin, also ich muss, bist du überhaupt hier? Ja, klar, mit 2 A's sogar. Schreibst du dich mit 2 A's? Nö, das ist nur hier so, oder? Okay. Martin, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ist dein erster Sieg, ne? Nee. Ich hatte auch schon ein paar Laufsiege davor, also zumindest einer ist mir im Gedächtnis geblieben. Okay, sorry, dann, ich hatte es gar nicht mehr im Gedächtnis, muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht war ich da auch gerade nicht da, ist auch egal. Letztendlich muss ich ehrlich sagen, so eine Kaltschnäuzigkeit,
wie von dir heute habe ich selten gesehen. Also ich meine, du hattest die komplette Liga-Elite hinter dir und du bist gefahren, als wärst du im Training gefahren. Erzähl mal. Naja, also nebenbei bemerkt, der Sieg war in Kialami in der Sommersaison, da hast du kommentiert, das war da, als ich mit dem Kalmat irgendwie was hatte. Ja, jetzt gibt's mir noch, komm, jetzt erzähl. Ja. Ich sag's dir, ich bin immer noch am Zittern. Okay. Also so cool, wie du das jetzt darstellst, war es dann auch nicht. Mhm. Ich habe auch selten so ein fehlerfreies Rennen hingelegt. Aber ich dachte so, okay, ich bin die erste Kurve weit rausgekommen, also auch über dieses rutschige Zeug da, und war trotzdem noch erster. Und dann dachte ich mir so, jetzt ganz oder gar nicht. Ich werde die Karre ist komplett unterlegen. Ich war teilweise anderthalb Sekunden langsamer als Kevin. Runde. Aber ich dachte mir einfach, Silverstone, zweiter Sektor kannst du nicht überholen, außer du probierst es vor dem schnellen S in der rechts, in der schnellen, sonst geht's nicht. Mhm. Und da war ich, also ich war extrem langsam im zweiten Sektor und habe einfach gedacht, ja, was machst du jetzt? Du bist Erster, du hast jetzt Startsprit 100 Liter drin. Ich dachte mir so, weil du musst ja die Stoppzeit wird ja nur durchs Tanken im Moment gemacht. Ich dachte, du tankst dir viel, die Karre ist eh nicht schnell, sparst du dir Zeit beim Tanken, daher habe ich auch die 5 Sekunden Vorsprung gehabt, Jens. Ich habe nur 12 Sekunden Standzeit gehabt. Ja, habe ich gerade gesehen. Schon kontrolliert. Und, also, den Ruf hatte ich früher schon, entweder ich schieße die Karre ab oder ich bin breiter als Jano Trulli. Ja. Ja, coole Sache. Also, muss ich ehrlich sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen, was du da heute abgeliefert hast. Und wollen wir mal hoffen, dass es noch des Öfteren zu sehen sein wird. Was ich natürlich ganz toll fand, war, ich habe mich Ende des ersten Laufs schon so ein bisschen dafür entschuldigt, dass ich nicht allzu oft nach hinten switchen konnte. Einfach, wenn man alleine ist, ist es schon schwer oder schwierig genug. Dann kommt halt noch die Tatsache dazu, dass die vorne auf den ersten 6-7 Plätzen so eine Show abgezogen haben, dass man eigentlich gar nirgendwo anders hin konnte. Und ich habe dann schon immer mal geschaut, aber gut, nochmal hier, sorry dafür. Sollte es tatsächlich einen Gentleman Cup geben, dann werde ich sicherlich das dann entsprechend berücksichtigen, aber müssen wir gucken. Auf alle Fälle ein richtig, richtig gelungener Auftakt in die neue Wintersaison und mit diesen Autos, es ist wirklich sowas von klasse anzusehen. Tolle Sache, habt da saugeil hingekriegt und ich hoffe, dass das, dass wir uns demnächst dann, wo sehen wir uns? Wann sehen wir uns, Jens? Monza. Genau. In 14 Tagen. In 14 Tagen in Monza. Irgendwie habe ich das, war das auch das letzte Rennen irgendwie der letzten Saison? Irgendwie habe ich gerade Monza sind wir schon lange nicht mehr gefahren. Gut, egal, weiß ich nicht, dann war es wahrscheinlich im GT3 Cup, ich weiß es nicht. 14 Tagen in Monza sehen wir uns, habe ich irgendwo im Kopf. Egal. Also, ihr Lieben, ich gratuliere nochmal allen Gewinnern hier ganz recht herzlich und hoffe, dass nächstes Mal der Herr Rückert und der Herr Ostermann und wen haben wir noch so, der Herr Baskenis und der Herr Smoll ihrem Ruf dann auch ein bisschen gerechter werden. Und und auch der Jens natürlich, sein Ruf gerechter wird, wieder so zwischen 10 und 15 landet, weil er sich dreimal rausgedreht hat. Und dann, nein, dich sehe ich natürlich genauso gerne ganz vorne, weil dann spare ich mir nämlich einen Interviewgast. Und ja, toi toi toi, tolle Sache, toller Auftakt. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke dir, Lutz. So, sind wir fertig? Hat noch einer was loszuwerden? Nicht? Mhm. Gut, dann machen wir Schluss für heute. Also bis in 14 Tagen in Monza. Ciao.